Fangen wir an? Ja. Ja. Feel Good Podcast mit dem Tom Giesler. Und ich glaube, du bist also ein bisschen etwas wie ein Podcast-Expert in der Schweiz, würde ich jetzt falsch behaupten. Wäre geil. Ja, weil du bist glaube ich, der Mensch, der am meisten Feedback gibt auf die bisherigen und der mir sagt, hey, schau mal da, die Schreibweise und Zeugs und Sachen. Also du hast, glaube ich, auch schon mal einen gelost von mir. Ich habe auch schon Podcasts gelost von dir, ja. Und ich habe einfach eine Podcast-App, wo Podcasts erscheinen. Und ich dann gesehen, dass wenn du deine Podcasts anschreibst mit Feel Good Podcast und unten nochmal Feel Good Podcast und dann der Gast, dass der Gast an sich dann nicht mehr auf die richtige Linie passt und ich dann amig in meiner Podcast-App gar nicht gesehen, wer dein Gast ist, weil dreimal statt Feel Good Podcast mit Bar. Und das ist ja wirklich klassisches Problem von der neuen Zeit, dass du ja nicht einfach ein Podcast Plattform hast und du sagst, dort hauen wir es raus und so schreibt man es, sondern wir machen ja noch Video, das ist noch auf YouTube, es geht auf Spotify, auf Apple Podcast, Soundcloud, etc. etc. Deine Podcast-App habe ich noch nie im Leben gehört vorher. Castbox. Eben. Und dann sagst du, wieso habe ich dort nicht drauf? Mir steht es falsch. Eine Woche später ist dann auch dort. Genau, Google Podcasts gibt es auch noch. Mhm. Und so weiter. Mhm. Aber du bist jetzt der Podcast mit dir jetzt wird der erste sein mit der neuen Schreibweise. Ich bin so froh, dass ich dir noch rechtzeitig sage. Ja. Crazy, du machst das ohne Kopfhörer. Du hörst dich selber gar nicht. Ja, ist für dich als Radiomensch jetzt unglaublich ungewohnt, ja. In ein Mikrofon zu reden, ohne dass ich mich selber höre dabei und kann kontrollieren. Dabei sollte es ja eigentlich eben wirklich haltlos wirken wie ein normales Gespräch. Mhm. Aha. Also es soll so wirken. Aha. Es ist ja nicht. Aha. Mhm. Weil von all den Gästen, die ich bis jetzt hatte, bist du der, den ich mit Abstand am wenigsten kenne. Mhm. Aber trotzdem. Du hast bis jetzt nur alte Freunde eingeladen, gell? Ja. Und der Cenk ist so ein Spezialfall gewesen, weil mit dem Cenk habe ich trotzdem schon sehr viel Zeit verbracht. Das heisst, ich kenne ihn als Mensch, obwohl ich trotzdem nicht viel über sein Leben weiss. Mhm. Weil für mich das eh so ein Ding ist, wo ich immer so finde, wie wichtig ist es jetzt für mich, wie deine Kindheit gesehen ist oder so. Ich glaube nicht wirklich, sondern vielmehr, wie der Vibe ist zwischen zwei Menschen. Und die kenne ich eigentlich nicht wirklich. Hast du einen Plan jetzt für das, wo die nächsten eineinhalb Stunden passiert? Nein. Du gehst planlos in das rein und schaust, wo dich das Gespräch anführt. Genau. Und das ist aber genau jetzt der Punkt gewesen mit dir. Da habe ich mir überlegt, soll ich jetzt da stundenlang nachlesen, was der Tom Giesler bis jetzt gemacht hat? Oder schwätze ich einfach mit dem Tom Giesler, ja, weil das ja eigentlich das Ziel ist. Ja. Da habe ich gedacht, das Zweite. Ja. Es gibt ja die beiden Ansätze. Ich habe ja auch so eine stündige Gesprächssendung am Radio. Genau. Fokus. Und die Schwierigkeit ist so, den Mittelweg, also bei mir, den Mittelweg zu finden zwischen vorbereitet sein und einen Plan zu haben. Weil ich bin gerne noch ein bisschen vorbereitet und weiss, wo ich durchgehen mit dieser Person, was könnte spannend sein. Und dann aber nicht zu vorbereitet sein und alles schon zu wissen. Ja, ja, ja. Das ist dann auch blöd für jemanden, der zulässt, wenn du mir Fragen stellst, wo du die Antwort schon kennst, wo du die Frage nur noch stellst, damit die Antwort hörst, für das die Hörer die Antwort hören. Mhm. Und das ist dann kein Gespräch mehr, sondern du spulst dann so einen Fragekatalog ab. Und das ist die grosse Schwierigkeit, zwischen so die Balance zu finden, zwischen vorbereitet sein und dich aber komplett einlassen auf das Gespräch und dich tragen zu lassen vom Gespräch selber. Weil das Gespräch kann ja eine Wendung nehmen, wo ein anderer ist, als du geplant hast. Genau. Wenn das Gespräch rechts durchgeht und du hast aber links durchgeplant, dann kommst du in einen Spagat rein und entweder sagst, ich breche das ab und gehe wieder dort zurück, wo ich anhaben will, oder ich gehe jetzt einfach mit ihm mit, wo er durchgeht. Und darum... Also würde ich liegen, wenn ich würde sagen, ich bin nicht vorbereitet. Also logischerweise habe ich so zwei, drei Anhaltspunkte, wo ich so weiss, auf das kann ich zurückgreifen und auf das kann ich zurückgreifen. Aber es ist wie nicht entscheidend. Mhm. Und das habe ich schon bei der Late-Night-Show, die ich früher gemacht habe, bei der Primetime-Show, hat es zum Teil Kritiken gegeben, du hast das Gespräch zu wenig im Griff. Mhm. Aber wenn der Mike Müller und der Seven auf dem Sofa sitzen, und die untereinander irgendeinen Scheissdreck labern, dann wäre ich ja ein Arschloch in dem Moment zu sagen, so, jetzt hört mal auf, was ich noch sagen wollte. Übrigens, Mike, vor 5 Jahren bist du ja mal dort und dort. Im Gegenteil, also dort bin ich als Gesprächsleiter bin noch so happy, dass ich dort einfach loslassen kann. Weil das habe ich halt so gelernt bei den Talkshows, wo ich immer geschaut habe. Der Conan O'Brien ist so ein Paradebeispiel für mich, wo sagt, es gibt genug Übungen, wo ich arbeiten muss,
wenn du halt irgendeinen jungen Schauspieler zu Gast hast, der noch keine Lebenserfahrung hat, noch nichts zu erzählen hat, außer dass er jetzt in dieser Serie mitspielt seit einem halben Jahr, dann muss er auch wahrscheinlich performen. Hingegen, wenn Martin Short oder so, großartiger Talkshow-Gast, wenn der kommt, warum solltest du denn dort die groß einmischen? Lass den machen. Ja, da könnten wir jetzt schon fest darüber streiten, weil ich glaube, wenn du das Gespräch führst, musst du Zügel in der Hand haben. Mhm. Die Frage ist, wie locker lässt sie? Wie lässt du sie los? Du lässt sie nie ganz los, aber du lässt sie schleifen. Um jederzeit wieder leicht können, links und rechts zu ziehen. Mhm. Also, ich reite selber nicht, meine Tochter reitet. Aber ich glaube, ich stelle mir es so vor, je weniger kleine Zeichen du am Ross musst geben, mit deiner Hand am Zügel, desto besser. Und ich glaube, Gesprächführer ist genau auch das, dass du im besten Fall einen Gast hast, was galoppiert, wo du nicht musst antreiben, aber nie Zügel loslassen, so dass man am Schluss das Gefühl hat, das Gespräch ist jetzt einfach völlig zufällig irgendwo durchgelaufen, was es meistens nicht ist, weil du Zügel doch noch leicht in der Hand hast und leicht. Aber es wirkt, es kann so wirken. So. Ja. Wenn es dann so wirkt, als würdest du ganz fest oder Zügel heben und zurückschränzen und überschränzen in eine andere Richtung, wo du jetzt willst, dann ist es auch nicht schön zum Hören. Und Kunst ist, glaube ich, wirklich, Zügel in der Hand zu behalten, so, dass niemand merkt, dass du Zügel in der Hand hast. Also das ist ja eigentlich, das Pendant dazu ist die klassische Regel, dass du ein Mikrofon nicht aus der Hand gibst. Nie zur Hand ausgeben. Egal, ob es eine Fernsehsendung ist oder eine Eventmoderation oder was weiß ich, dass du noch die Kontrolle kannst haben und es kannst zurückholen. Genau. Und ich liebe ja persönlich wirklich so Szenen, wo du das siehst, wie jemand gefragt wird und die dann sagen, ja, auf jeden Fall, danke schön vielmals und dann merkst du, jetzt ist wo derjenige das Mikrofon nimmt, das passiert meistens bei Leuten aus dem Volk, interviewgeschulten Menschen, wo findet, oh geil, endlich hat mir mal ein Mikrofon an, endlich darf ich mal etwas sagen und dann wie so das Mikrofon selber nehmen. Und dann gibt es so die Phasen, also die Szenen, wo dann der Interviewer probiert, das Mikrofon festzuheben und beide reissen am Mikrofon, oder? Ich sage jetzt mal Hans, der Hans aus dem Volk, der befragt wird auf der Straße, zieht jetzt sogar sein Maul. Der Interviewer hat es noch in der Hand, weil er genau weiss, nicht gelernt, nicht loslassen. Ja. Und dann fängt so ein Fight an. Und die Souveränsten sind die, die sich das Mikrofon einfach schnell wieder zurückholen können mit einem coolen Spruch, ohne dass der Hans vom Volk mit abgesagten Hosen da steht. Ja. Nie das Mikrofon aus der Hand geben, wenn er jemanden interviewt. Ist dir mal passiert? Ich gebe es nie aus der Hand aus. Hast du das so früh gelernt, dass es auch nie passiert ist? Ich habe relativ früh mal, ja nein, wahrscheinlich hat es schon die Situation gegeben. Und ich gemerkt dann, ah fuck, das ist jetzt genau die Situation. Wo der andere einfach nicht mehr aufhört zu reden. Und ich muss ihn ja dann unterbrechen. Weil, um die Zügel in der Hand zu behalten, muss ich dann reingrätschen. Und mach das mal, ohne dass es unsympathisch wirkt, dass du da reingrätschst. Ja, weil der normale Zuschauer weiss das ja nicht. Genau. Und hat dann das Gefühl, der hat auch einen Geltungsdrang, dass er jetzt da sich... Dass er jetzt nicht reden lässt. Ja, dass er sich jetzt da so in den Mittelpunkt stellt, oder? Aber du bist Anwalt von den Zuschauern und Zuhörern, die dann irgendwann vielleicht ein bisschen genervt sind, dass der Hans jetzt schon 3 Minuten einen Monolog führt, der gar nicht spannend ist. Das ist eigentlich noch besser bei so grossen Gruppierungen, wo sie sich selber das Mikrofon weitergeben müssen. Ja, genau. Weißt du, zum Beispiel Firmenfest XY. Ja. Heute stellen sich alle verschiedene Abteilungen vor und es hat immer eine Spokesperson von dieser Abteilung. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Kollegen von mir, der dann wie so ein Rapper einfach über die Bühne ist, die ganze Zeit, wie so der Eminem, so, ja, und auf jeden Fall, ich mache das und das. Und das ist dann so eine mega eigene Show in dem Ding inne. Eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe eigentlich ja nicht wirklich mich groß informiert über die, abgesehen davon, dass wir uns mittlerweile ein bisschen kennen. Dass wir Arbeitskollegen sind. Arbeitskollegen im entferntesten Sinn. Und dass ich die aber extrem spüre. Ja, gut, du siehst auch noch gut aus. Aber abgesehen von dem. Und ich habe das Gefühl, du weißt genau, was ich meine. Du bist einer von diesen Menschen, wo, will ich sagen, du moderierst, du bist für mich aber vom Empfinden her viel mehr ein Künstler als gewisse Komiker, die ich kenne. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Soll ich etwas dazu sagen? Wieso ist das so? Ich habe mich nie. Also, es geht ja am Radio. Wir sind Radiomoderatoren, wir beide. Und ich habe mich nie als Radiomoderator gesehen, wo in erster Linie moderiert, im Sinne von vermittelt, Zeit ansagt, den Verkehr sagt und zwischen zwei Songs eine nette Überleitung macht,
sondern ich bin immer inhaltstrieben gewesen in dem, was ich mache. Ich habe immer gefunden, der Inhalt ist der King. Geschichten erzählen, Sachen so auf den Punkt zu bringen, dass sie erstens unterhalten und vielleicht auch noch irgendwie etwas auslösen in dem, was zulässt. Ich habe mich relativ früh schon also als vor Freunden, vor ganz kleinem Kreis, als Audiokolumnist bezeichnet. Im Sinne von, ich erzähle Geschichten und mache das halt einfach auf dem Vektor Audio. Und die haben mich dann immer ausgelacht, oh, der Audiokolumnist. Und das klingt so wichtig, du bist. Mhm. Er arbeitet einfach beim Radio und nennt sich Audiokolumnist. Aber mir ist immer, ich fahre auch ganz schlecht. Also fahren Radio Hebel und Knöpfe bedienen Übergang, am Radio. Jingle, genau. Songs innen und reinfahren, dass es so der DJ-Teil. Ich bin immer sehr holprig. Ich verwende keine Energie drauf, weil mir ist wichtig, dass der Inhalt stimmt. Und ich hirne lieber noch an einer Moderation oder an einem Text rum. Und tue nebenbei noch schnell den einen Song starten, weil jetzt der andere fertig ist. Und schaue jetzt nicht, dass genau im Takt. Also, das vernachlässige ich sehr, weil mir einfach der Inhalt wichtig ist. Und darum, ja, ich schreibe gerne Geschichten, ich erzähle gerne Geschichten und darum bin ich vielleicht mehr ein Geschichtenverzähler als ein klassischer Moderator, der A-Moderationen liest zu Beiträgen. Mhm. Ich tue auch jede A-Moderation, die mir irgendjemand liefert, meistens komplett umschreiben, dass es für mich stimmt, damit für mich der Zugang stimmt, damit die Geschichte für mich aufgeht. Ist denn Radio für dich das Medium gesehen, wo du gewusst hast, dort kann ich dann so die Geschichte erzählen, wie ich will? Oder hat sich das mehr so ergeben? Ich habe das nicht von Anfang an gewusst, dass ich gerne Geschichten erzähle. Mhm. Ich habe Radio als Medium einfach geil gefunden, weil es etwas macht mit dir beim Zuhören. Was Radio ja kann, im Gegensatz zum Fernsehen, es lässt mir noch Spielraum als Hörer, meine eigenen Bilder dazu zu machen. Und gute Radioleute, und dann bist du dann eben relativ schnell beim Hörspiel. Oder wenn du sagst, Künstler, gute Radioleute schaffen es, dass in meinem Kopf ein Film abgeht. Und das habe ich immer spannend gefunden. Ich habe einfach gerne Radio gehört und zwar denen gerne zugehört, die das haben können. Yeah. Und ich habe dann einfach auch Radio machen, weil ich Radio einfach geil gefunden habe. Hatte ich aber noch nicht gewusst, dass ich das auch wollte oder auch bin. Oder ich habe einfach das Medium geil gefunden und habe über das Medium ich habe zu mir gefunden, zu meiner Art und Weise Sachen zu sagen, zu texten. Ich habe beim Radio gelernt, texten, zum Beispiel. Yeah. Und zwar, das wissen vielleicht die wenigsten, oder das weiss man nicht so, dass vieles, was im Radio gesagt ist, geschrieben ist, aufgeschrieben ist. Bei mir eben nicht. Ja, bei dir nicht. Yeah. Aber du machst die Wochenrundschau. Ja. Yeah. Habe ich gefunden? Richtig. Ja, das ist die Sendung, die ich mit der Franziska mal mitentwickelt habe. Und die Wochenrundschau ist ein Quiz mit einem Gast, mit einem Gegenüber. Und da wird einfach geredet und gespielt und dort habe ich auch nie etwas aufgeschrieben. Ich habe auch bei Energy nie getextet. Ja, also, ich komme sehr vom Text her. Yeah. Weil mir ist immer wichtig, dass das, was ich sage, dass das auf den Punkt stimmt. Mhm. Und dann feile ich dran und rühre Wörter raus, formuliere um, bis es für mich stimmt, bis der Bogen stimmt. Mhm. Ich würde mich sonst verplappern. Ich komme ins Plappern rein und würde zu langfädig werden und ich würde komprimiert das sagen, was ich zu sagen habe. Und darum habe ich viel textet. Und Kunst ist ja dann beim Radio, dass man so textet, so schreibt, dass man es so kann lesen, dass es tönt, als wäre es in dem Moment gerade erfunden. Genau. Ja. Und da habe ich Jahre gehabt, bis ich das gehabt habe. Ja. Dass das, du nicht mehr abgelesen und papierig tönst. Das merkt man eben, sogar bei Bühnenmenschen merke ich immer gerade, ob sie einen Text haben. Genau. Also ich merke es nicht immer. Ja. Aber gerade wenn Leute eher am Anfang sind, merkst sehr schnell, es ist geschrieben. Das ist ein Text, weil es hat eine Satzstellung drin. Und Germanismen sind beliebt. Und gerade jetzt in Deutschland wieder gespielt, wo, das ist ein hochdeutscher Satz, logischerweise, wo jemand gefunden hat, das ist dann die Situation dessen, man sich so und so befindet. Und Genitiv wird regelmäßig gebraucht. Und dann wirst du einfach so, als Zuschauer bist du komplett verloren in dem Moment, weil du zu viel fest an dem anfängst rumdenken. So, hä, was ist das jetzt für ein Satz? Und ich habe das Gefühl, bei Dialekt ist es noch mal schwieriger. Also man merkt es einfach noch schneller. Ja. Yeah. Also es ist ja noch lustig, wenn du vom Schreiben her kommst, im Schreiben, in geschriebenen Text kannst du ja viel komplizierter schreiben. Du kannst Nebensätze machen, du kannst Sätze verschachteln, du kannst sehr blumig, kompliziert dich ausdrücken und es wird richtig geil, kann richtig geil werden. Und das ist ja recht weit weg von gesprochener Sprache. Mhm. Das lernst du dann, dass gesprochene Sprache ganz, ganz banal ist. Gesprochene Sprache, so wie du und ich miteinander reden, jetzt, da, das sind kurze Sätze,
Ganz kurze Sätze. Das sind zum Teil sogar Sätze, wo du anfängst und gar nicht fertig machst, weil im Satz einen neuen anfängst und hüpfst und das ist gesprochene Sprache. Und das musst du irgendwann mal lernen, gesprochene Sprache so aufzuschreiben, dass sie nachher als gesprochene Sprache funktioniert. Wenn du das liest, denkst du, oh, der hat eine Sprachbehinderung, der kann kein Deutsch. Ja. Yeah. Oder? Du musst mal Gespräch, ich habe mal einen coolen Kurs gehabt, wo Gespräche zwischen zwei Menschen transkribiert worden sind. Und dann hast du es als Text bekommen und hast das gelesen. Und hast gedacht, uiuiui, wirklich, das ist irgendwie geistig leicht minder bemittelt. Mhm. Der Sprache nicht mächtig. Das ist kein Satz fertig, eins Gehüpfe, dreimal ansetzen. Wow, anstrengend. Und dann hast du den Text, den du gelesen hast, hast du vorgespielt bekommen und hast gemerkt, ah nein, das ist ein ganz normales Gespräch. Ja, das finde ich zum Teil gemein, wenn du Interviews lesest und du merkst, sie sind sehr transkribiert. Mhm. Dass dann wirklich auch so eben so eine M und irgendwie der Fragesteller sagt nur aber, Punkt, Punkt, Punkt und dann schwätzt der andere weiter. Wenn du das dann so anfängst zu lesen, dann lese ich auf einmal so, was ist das für ein Arschloch? Genau. Oder Leute unterbricht und so. Und wenn du dann eben eine Tonaufnahmen würdest hören, würdest du sagen, das ist ein ganz normales Gespräch. Ja. Eben, man fährt den Satz an und hört nicht auf, wie du auch gesagt hast. Und das ist auf der Bühne ist das genau das Gleiche. Dort ist es noch krasser, weil zum Teil du ja extra einen Satz anfängst, den du dann nicht beendest. Und es dann so soll wirken, als wäre es jetzt gerade eingefallen. Oder? Das ist das Geilste, extra Fehler zu machen. Also ich habe wirklich relativ früh schon angefangen, in Moderationen extra Fehler einbauen. Ich habe extra über Sachen gestolpert, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt darüber stolpere, erstens ist es authentisch und zweitens ist es lustig. Yeah. Und die Kunst ist, dass es niemand merkt. Dass es geplant war. Und das ist genau wie auf der Bühne. Oder? Es ist ja eine Art Schauspiel. Ja. Das stelle ich mir vor, machst du auf der Bühne genau auch? Dass ja, es gibt gewisse Sachen. Ich habe im einen Programm habe ich einen Witz drin gelassen, der nicht funktioniert hat, weil ich dann noch zwei Minuten habe können Sprüche darüber machen, wie der nicht funktioniert hat. Und das baut sich immer mehr auf, weil der große Unterschied natürlich ist, das ist für mich auch ein wiederkehrendes Thema, das, was du auf der Bühne dir kannst erarbeiten, das kannst du eben erarbeiten, das geht immer weiter. Das hast du, Fondation, und dann geht es Stück für Stück, da passiert wirklich, das letzte Mal, wo ich auftrat, habe ich mit dem Techniker gesagt, habe ich gesagt, du, und zwar, es ist nicht der, den ich immer dabei habe, sondern der, der halt auch noch ab und zu dabei ist, super Typ, der Laurent, und er sagt, jetzt haben sie an anderen Stellen gelacht. Dann sage ich, also der Text ist plus minus der gleiche. Ich habe gemerkt, dass wenn ich hier noch eine Pause mache, dass es noch zwei Lacher mehr gibt. Und Radio, wie auch viele andere Sachen natürlich, ist Radio aber fast am meisten, weil du hast danach eigentlich nicht wirklich eine Aufnahme. Ist so ein im positiven Sinn Wegwerf-Medium. So wie es rausgeht. Schall und Rauch. Ist es dann gesehen, oder? Und mich stresst das zum Teil. Radio finde ich jetzt der Aufwand, gerade bei einer Wochenrundshow, haltet sich in der Waage. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die ich früher gemacht habe, wo ich gefunden habe, der Aufwand, den ich betreibe, dass das dann in zwei Stunden oft wieder weg ist. Krass, ja. Und die stresst das aber null. Nein, also ich habe es recht lang recht geil gefunden, dass das so ist. Yeah. Erstens, es ist live. Wenn ich den Hebel aufmache und etwas sage, kann mich niemand daran hindern. Mhm. Wenn jemand findet, das darfst du so nicht sagen, dann kann er mir das im Nachhinein sagen. Das hättest du so nicht dürfen sagen. Aber zurücknehmen kannst du es nicht mehr. Es ist draus. Das finde ich sehr geil. Aber wenn es draus ist, ist es auch weg. Das ist dann das andere. Mhm. Und dort kommt jetzt das Internet dazu. Dort haben wir jetzt eine neue Möglichkeit, dass wir so die Gisselschüssel, so ein kleines Format, das ich angefangen habe zu etablieren, ist so etwas. Gisselschüssels, das sind so zweiminütige kleine, in sich geschlossene Geschichten. Ja. Das mache ich seit 10 Jahren. So moderiere ich. Immer wieder. Und es ist einfach immer gerade weg gewesen. Und Radiohörer haben gewusst, ja, das ist der Gisler, der macht damit so Sachen. Und die einen haben Freude gehabt, die anderen haben es total aufgeregt. Und nochmal andere haben sogar Ombudsmann-Beschwerden geschrieben. Aber es ist weg gewesen. Mhm. Und manchmal ist es ein bisschen schade, weil ja, wie du sagst, der Aufwand ist manchmal, also da hast du dir etwas überlegt, hast es, wie ich es vorher gesagt habe, textet und geschliffen, bis es dann so war, wie ich auch will. Und jetzt mit dem Internet und mit den Kameras, die wir jetzt hier ja haben, das ist ja dann auf YouTube jetzt gesehen, kannst du es nehmen und kannst es noch als Video raushauen auf
Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Ja. Und die Leute können es immer wieder schauen. Oder die können es teilen. Die, die es am Radio nicht gehört haben, können sagen, hey, die Giselschissel heute, schau mal, dort auf Facebook, teilen den Link oder teilen den Facebook-Post. Und das ist schon noch gut, dass es nicht ganz verloren geht. Und dann erreichst du wieder neue Leute. Wo jetzt, und jetzt ist plötzlich der Giselschissel ist so, der Gisel ist der Giselschissel und sie teilt und sie wird geschaut und sie wird gefeiert zum Teil. Gefühlt der Hauptinhalt von deiner Sendung. Genau, aber das habe ich immer schon gemacht. Es hat einfach nicht Giselschissel geheißen und es hat es nicht als Video noch im Internet gegeben. Aber es zwingt dich ja jetzt auch fast noch mehr daran rumzufeilen und daran zu arbeiten, weil das du weißt. Ja. Genau. Das ist das Geile am Radio. Das Geile am Radio ist, erstens, du denkst nicht daran, dass hunderttausende Menschen hören in dem Moment. Ja. Du bist ganz allein und du stellst vielleicht zwei, drei Leute vor, die das jetzt gerade hören und nicht hunderttausende. Das grösste Fußballstadion der Welt könntest du nicht fühlen mit den Menschen, die dich in dem Moment hören. Das würde mich kaputt machen. Und jetzt weiss ich nicht mehr, was ich wollte sagen. Was ist die Frage? Wegen dem Aufwand, den man betreibt, jetzt wo man weiss, dass es bleibt. Genau. Das hat geholfen, einfach mal rauszublasen. Mhm. Das hast du ein bisschen für dich gemacht. Du hast 3 Stunden, 4 Stunden moderiert, ein bisschen für dich. Und am Schluss haben es ein paar Leute gehört. Und jetzt, wenn so die Feedbacks kommen und du merkst, die Leute haben Freude an dem und teilen das, was du gesagt hast, dann entsteht so ein Druck. Und den habe ich auch schon mal verarbeitet, wieder in so einem Giselschissel, so Liebe, die du überkommst, macht, dass ich dieser Liebe möchte entsprechen. Ich möchte die Leute nicht enttäuschen. Mhm. Jetzt, wo sie etwas haben, wo sie mir Feedback haben, das finden sie im Fall lesen und sie freuen sich jeden Freitag auf den Giselschissel. Macht das in mir, dass ich finde, nein, ich will euch das geben, was ihr gerne habt an dem. Mhm. Ich weiss zwar nicht genau, was ihr gerne habt an dem. Yeah. Das muss ich mir immer noch selber so ein bisschen überlegen, was eigentlich könnte gut ankommen. Aber ich komme schon in einen Druck rein und möchte befriedigen. Möchte die Bedürfnisse befriedigen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Zu 150%. Dasselbe, oder? Zu 150%. Und das resoniert bei mir, das hast du mir auch mal sonst gesagt. Ich denke oft an das, was die Erwartungshaltung ist von Menschen. Mhm. Wenn sie Show von mir gehen schauen, aber auch zum Beispiel danach, nach einer Show. Oder selbst wenn du irgendwie am Döner essen bist, am 4 Uhr morgens und jemand kommt und sagt, hey, da und da. Was ist die Erwartungshaltung von dem Menschen? Und wie kann ich die nicht nur nicht enttäuschen, sondern hoffentlich sogar erfüllen oder übertreffen? Mhm. Und ich habe das Gefühl, oft unterschätzen das Menschen oder können das gar nicht nachvollziehen. Und das ist auch nicht schlimm. Aber manchmal wünschte ich mir, auch von mir selber früher, weißt, es ist ja so schnell gesagt, der ist ein Arschloch. Weil es auch oft die bessere Geschichte ist. Ja. Weißt, es ist ja die bessere Geschichte zu sagen, ja. Was der und der? Wenn irgendjemand sagt, das finde ich so toll. Nein, das ist ein Arschloch. Ich habe den mal gesehen, mal ja. Beim Dönerladen. Ich habe den kurz angesprochen, der ist einfach so arrogant. Ja, genau. Und der hat mir nicht richtig Hallo gesagt. Oder ich habe gesagt, hey, du bist doch der. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt. Ich meine, sorry, was soll das? Weißt du, irgendwie so. Und was dort oft vergessen geht, ist, du selber lernst ja auch noch, mit dem überhaupt umzugehen. Weil wenn dich das allererste Mal jemand anspricht, dann hast du noch nie Handbuch 101, wo es sagt, so und so und so, so machen wir es. Und das Gleiche resoniert bei mir genauso, wenn du dann irgendwie merkst, du hast jetzt etwas aufgebaut mit dem Giselschissel, der ein Eigenleben gekriegt hat, abseits von deiner Sendung, aber du bist dir trotzdem bewusst, dass das abseits von deiner Sendung noch ein Eigenleben hat. Mhm. Und ich weiss nicht in Prozent, aber ich behaupte, der Großteil geht jetzt mittlerweile für den Giselschissel drauf, weil das ist so der fixe Punkt bei dir von einer Sendung, wo du weißt, das muss ich jetzt dann noch machen. Genau. Und ich hatte ja schon gesehen vom Computer sitzen, wo du sagst, oh, der Giselschissel muss ich noch. Jede Woche, also einerseits, darum mache ich auch Radio. Du hast mich mal gefragt, warum mache ich Radio? Das zwingt mich dazu, kreativ zu sein. Mhm. Ich habe so eine Grundkreativität in mir, aber auch eine Grundlethargie. Wie jeder kreative Mensch. Wenn ich nicht muss, dann mache ich nichts. Nein, es gibt schon die, die einfach anhocken und kreieren, texten. Aus eigenem Antrieb, ich habe keinen eigenen Antrieb für das. Ich brauche von außen einen Druck. Ja. Und bei dem Giselschissel ist es jetzt einfach auch so, ich muss einfach jede Woche einen liefern. Und das finde ich super, also ich muss, weil ich liefere dann auch. Aber eben, du siehst das manchmal und du kommst das manchmal mit. Ich sollte mich dann mal sehen, am Donnerstag, wenn ich gewisse Sachen vorbereite, unter anderem auch den Schissel mache, gehe ich meine Notizen durch, so ein paar Ideen
zu was könnte man mal noch einen machen, und dann stehe ich bei null und muss irgendetwas kreieren aus dem Nichts raus, und das geht manchmal Stunden, und ich leide, und ich denke, ich bin ausgeschossen, es kommt mir nicht mehr in den Sinn, es ist vorbei, sorry. Und dann mache ich irgendetwas und dann schleife ich dran, und dann manchmal geht es ganz Ring, manchmal geht es Stunden. Ja. Und am Schluss steht etwas da und ich finde immer, ja, ist jetzt nicht mehr so gut wie die anderen. Und manchmal sind sie nicht so gut wie die anderen und manchmal laufen sie aber besser als alle anderen vorher und ich weiss damit gar nicht warum. Aber immer die Angst, das kommt mir nicht mehr in den Sinn. Es ist fertig. Und draußen stehen Leute und die warten auf etwas und freuen sich drauf. Und ich muss sie enttäuschen, weil ich entweder gar nichts mehr habe oder einfach nichts mehr gut, nichts mehr gescheit. Hast du nie Angst, dass die nicht mehr in den Sinn kommt? Doch, natürlich. Eben, das ist ein normaler Prozess. Und zwar, ja. Es ist eigentlich immer, du missest dich immer am Letzten. Und oft ist ja der Letzte, wenn du ihn eben machst, findest du ihn nicht so gut. Ja. Und dann hast du ihn gemacht und dann findest du auf einmal, das ist schon recht gut gewesen. Und dann geht es ums Nächste und dann findest du, oh, so gut, wie letztes Mal kriege ich es nie mehr an. Genau. Aber das, was du eigentlich mal gemeint hast, ist genau. Gar nicht so gut. Genau. Aber hast du selber das Gefühl, wie gut es war? Oder entsteht das Gefühl erst durch Feedback von anderen, dass du merkst, aha, das ist offensichtlich noch gut gewesen? Das ist ja wirklich fast ein Traum an der Comedy. Ein direktes Feedback gibt es nicht. Also ich kann eben Radio im klassischen Sinn kann ich nicht machen. Und das klingt völlig absurd, weil wir hocken jetzt hier und schwätzen in zwei Mikrofone. Und ich habe mich beim Format Radio, es ist für mich immer mehr ein Money-Job gesehen. Mhm. Und habe gewusst, ich kann mit wenig Aufwand kann ich einen hohen Output generieren. Und bei Comedy hast du ein direktes Feedback, das ich eben beim Radio nicht hatte. Und wo ich dann mit so irgendwelchen Coaches, die dann mit dir die Sendung anhören und dann eben so Diskussionen, wo sie sagen, du hast das grösste Publikum, wo du jemals kannst haben, das hören eben 100'000, hören dir jetzt dazu. Und ich sage, aber ich sehe niemals, weder lachen von mir aus auch ein Stein ziehen oder was weiß ich. Ich schwätze an eine Wand, die wahrscheinlich voll ist mit Asbest. Im besten Fall kommt 3 Minuten später mal noch ein Mail von jemandem, wo dir sagt. Das finde ich beim SRF3 finde ich das faszinierend, weil vom Lokalradio zum SRF3 hast du natürlich schon eine höhere Hörerschaft. Und am geilsten, also 90% sind Besserwisser, wo oft wirklich irgendeine Satzstellung, wo sie sagen, dort ist dann noch ein N hinten dran. Und weißt du, das ist eigentlich das Hauptfeedback sonst. Aber bei der Comedy hast du wirklich Menschen und sie lachen oder sie lachen nicht. Und es gibt dann natürlich intern, habe ich mit Kollegen und Menschen aus der Branche, habe ich dann natürlich gespannte Gespräche, wo sie sagen, ich finde die Nummer besser, weil dort hast du mehr Anspruch drin, dort hast du mehr Gedankengänge und blablabla. Oder Storytelling, so. Und dann merkst du aber, die Aussenwahrnehmung ist eben auch wieder eine komplett andere, weil denen ist das doch wurscht, ob du jetzt ein perfektes Storytelling hast in dem Ding drin, sondern das ist jetzt wahnsinnig lustig gewesen. Ja. Und darum ist dann für mich auch klar spürbar, wenn ich sage, ich bin ja der, der auf der Bühne ist und dann merkt, wie viele Leute lachen, wie lange sie lachen, wie laut und wie intensiv. Und ich sehe dann eben auch Leute, tut sich da jemand jetzt die Tränen aus den Augen wischen. Und durch das weiss ich dann, sagen wir, dass es eine Deckungsgleichheit hat mit dem, was ich gedacht habe. Mhm. Wie gut es ist. Mhm. Und ja, es gibt dann gewisse Sachen, wo ich so denke, die sind jetzt nicht so gut. Und dann bringe ich sie auf die Bühne und merke, oh, das kommt super an. Und dann fährt natürlich mit der Zeit dann so eine Evaluieren an, wo du sagst, wie genau kommt es jetzt an? Ist es ein einfacher, billiger Lacher, den ich gar nicht will? Oder ist es ein Lacher, wo ich finde, der hebt eben an und so weiter. Und dann finde ich halt so Mindfuckery von dann an. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass du für dich etwas überlegst und das toll findest. Weil jede Idee von dir findest du im Ursprung toll. Und dann bringst du sie nach Hause und dann merkst du sehr schnell, es ist eigentlich das Zehnerspiel. 10 Ideen, davon ist eine gut. Das heisst, von denen tust du dann 10 auf die Bühne und davon funktioniert dann eine. So in dem Stil. Und gut, also wenn sie funktioniert hat, ist sie gut gewesen. Gibt es auch Sachen, die nicht funktioniert haben, du aber trotzdem gut findest? Ja, natürlich. Weil der eigene Geschmack steht ja über allem eigentlich.
Es gibt gewisse Sachen, die finde ich, eben wenn ich es mir ausgedacht habe, verrecke ich vor Lachen. Aber das kann sein, dass dann auch nach außen, ich frage mich nicht, ein Wort gefehlt hat. Oder der Kontext. Mega oft ist der Kontext, wenn ich schon gemerkt habe, dass ich ein Joke hatte, wo ich gewusst habe, das ist lustig und es hat nie funktioniert. Und irgendwann habe ich es in einer anderen Geschichte drin. Und dann hat es funktioniert. Wenn ich eine Katerdusche nehme, wenn man so verkatert duscht und so und bis aufstößt und dann liegt man am Boden und so. Und dort habe ich gemerkt, das hat damit zu tun gehabt, dass bei dieser Geschichte, wo ich es dann drin habe, dass dort die Leute schon seit 3 Minuten wissen, dass ich verkatert bin. Ja. Und dann hat es funktioniert, weil das Bild ist besser gezeichnet, man kommt besser mit. Und das sagt Chris Rock mal. Das sagt, so viele Komiker haben richtig gute Jokes, wo aber die Prämisse zu wenig ausgemalt ist. Ich merke das zum Teil, wenn ich andere Komiker sehe, wenn etwas noch nicht ganz funktioniert, dann ist es oft nicht das, was sie am Schluss sagen, sondern dass am Anfang. Der Weg, bist du da? Ja, dass am Anfang irgendetwas gefällt hat. Das ist der Grund, wieso ich mir Texte, beim Texten merke ich, was funktioniert und was nicht. Ja. Das hat mit Rhythmus zu tun. Und ich schreibe und lese es mir vor, ja. wenn Menschen rundherum sind, halt nur in meinem Kopf leislich, und wenn ich allein bin, dann lese ich es. Also er spricht es laut und ich merke beim Reden, es funktioniert für mich, aber es funktioniert als Story noch nicht ganz. Es braucht da noch einen Satz mehr, damit man dort ankommt. Ja. Damit der Hörer auch Zeit hat, den Prozess mitzumachen, den ich machen will. Ich habe ihn schon gemacht. Ich kenne ihn ja schon. Genau. Aber ich muss können übersetzen, wo steht der Hörer oder in deinem Fall das Publikum, kommen jetzt noch mit. Du brauchst so ein Tempo, wo der Hörer oder der Zuschauer Gelegenheit hat, noch mitzukommen mit deinen Gedanken. Und wenn du Rhythmus, schnell bist, funktioniert der Witz nicht mehr. Genau. Der Gedanken nicht mehr. Rhythmus. Unbedingt. Pause. Wo mal das Tempo anziehen und ohne Punkt und Komma drüber reden und dann einfach mal eine Pause setzen. Das finde ich bei dir extrem schön. Also nicht nur beim Kisselschüssel, auch sonst. Wie du keinen Stress kriegst und keine Sorge hast, mal eben eine halbe Sekunde, was im Radio-, Fernseh-Universum 2 Stunden ist, gefühlt. Vor allem, wenn man es selber macht. Ja. Setzen lassen. Einfach, das ist jetzt schnell still. Ja. Das finde ich mega geil. Aushalten. Genau. Stille aushalten. Ja, aushalten, weil nach draußen wohnen ist ja nicht so. Ja. Das ist genau das Gleiche, wenn du das erste Mal auf die Bühne gehst, dann hast du das Gefühl, man kann schon reden, weil sonst, wenn du jetzt in Pause bist, dann kann, oh, geht alles zusammen. Und gerade eben bei künstlerischen Berufen ist die Pause wahnsinnig wichtig. Einerseits, eben, wie viele Infos hast du schon gegeben, muss man verarbeiten. Das erzählt ja jeder Mensch, dass wenn du einen Witz erzählst, dass du zuerst die Info gibst, kurz Pause, damit die Leute checken, was ist die Info, und dann bringst du den Witz dazu. Und das funktioniert bei all diesen Sachen. Aber es ist im Radio viel einfacher, finde ich, als auf der Bühne. Weil wenn ich, das ist wieder das fehlende Publikum. Wenn ich eine Pause mache, klar, ich habe meine eigene Vorstellung oder so, die Radioregel im Kopf, dass es nie still sein darf. Yeah. Aber wenn du die mal überwunden hast, und die habe ich relativ bald mal überwunden gehabt, ich habe es sogar geil gefunden, wenn es einfach mal mitten im Satz still war. Yeah. Es wirkt so geil. Gerade im Radio, wo nie still ist, wenn es mal kurz still ist, die Wirkung ist grossartig. Für mich, in meinem Studio, und ich weiss, es gibt ein Publikum, aber du, wenn du eine Pause machst auf der Bühne, dann hast du das Publikum, das dich anschaut. Mhm. Und jetzt nicht genau weiss, also dort die Pausen auszuhalten, währenddem dich das Publikum, das gezahlt hat, anschaut, finde ich viel schwieriger als in einem Radiostudio, wo ich allein mit mir bin. Es ist, ob es jetzt eine Pause ist oder ob es jetzt ein Satz ist, der nicht lustig ist, das kommt immer das Gleiche raus. Wenn du es mit einer Überzeugung machst, dann zweifelt auch im Publikum niemand daran, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und wenn du eine Pause mit einer Überzeugung machst, dann gibt es für das Publikum keinen Grund zur Sorge. Es ist erst, wenn sie merken, eben auch wenn ein Witz nicht funktioniert. Ja. Meine erste Programm und Auftritt haben hauptsächlich funktioniert, weil ich dann eben Sprüche darüber gemacht habe, wie jetzt gewisse Jokes nicht funktionieren. Das hat so ein Eigenleben gekriegt, oft. Und das Einzige, was das ausgelöst hat bei den Leuten, ist, der weiß, was er macht. Aber zum Teil habe ich es nicht gewusst. Aber ich habe halt irgendetwas ausprobiert und habe gesagt, ah, das ist jetzt aber gar nicht gesehen. Und dann machst du Sprüche über das und so. Und das Einzige, was es den Leuten gibt, ist das Gefühl von,
eben, der weiß schon, was er macht. Mhm. Und dann ist es kein Problem. Und das Gleiche ist mit einer Pause, wenn du jetzt sagst, und dann bin ich dort und da. Dann wissen alle, oh shit, jetzt hat er schnell keine Ahnung mehr gehabt, wo er muss sein. Dann leidet es mit. Genau. Und das, und ist das Schlimmste, was du kannst. Und das zurückzuholen, kannst du eigentlich nicht mehr. Ja. Das schaffst du nicht mehr. Hingegen, wenn er sagt, und dann bin ich dort und da, dann sagen alle, der weiß genau, was er macht. Es ist das Zwischending. Was ich aber eben beim Radio schwieriger finde, ist eben die Endlichkeit. Das heißt, darum schreibst du dir ja auch Wort für Wort auf und liest es ein paar Mal laut vor. Das ist der Prozess, den wir auf der Bühne machen. Ja. Weil wir wissen, wir haben das ja nicht nur heute. Wir haben das morgen auch noch und wir spielen es nächste Woche nochmal und in zwei Wochen ist dann hoffentlich mal im Rahmen eine gute Nummer und danach wird sie verfeinert. Aber der Text gibt mir natürlich eine Sicherheit. Ich löse mich auch von dem. Also oftmals lese ich ja nicht mehr, was da steht. Ich weiß ja, was da steht. Ich fange mit im Text innen an zu spielen. Ich sage Sachen, die gar nicht dort stehen. Yeah. Oder Sachen, die dort stehen, sage ich nicht. Einfach, weil ich erfinde sie in dem Moment schon wieder neu. Das ist ein Schauspiel. Aber dass ich einen habe und dass, wenn ich gerade irgendwie die Sicherheit eine Millisekunde verliere, dass ich darauf zurückgreifen kann, dass ich weiss, der Text ist da, das gibt mir eine Sicherheit. Ich kann nicht abstürzen. Im schlimmsten Fall hebe ich mich am Text, weil der gibt es ja und der verhebt ja. Und den hast du auf der Bühne nicht. Und das, also ich, Bühne ist ja auch ein Thema im Moment, wo ich mich damit auseinandersetze. Ich habe Angst vor dem. Zwei Sachen machen mir Angst. An der Bühnensituation. Einerseits das Publikum, das dich anschaut. Yeah. Also wenn mir etwas nicht gelingt im Radio, dann merke ich selber, es ist jetzt nicht so gut gewesen. Dann spiele ich einen Song und dann geht es weiter. Und eben weil es so flüchtig ist, ist es auch nicht so wichtig. Yeah. Weil wenn du auf einer Bühne stehst und es funktioniert etwas nicht und du merkst, an der Reaktion kommt Unverständnis zurück oder der Effekt, den du eigentlich beabsichtigt hast, der kommt nicht, dann ist das eine Wucht. Vor der habe ich Angst. Plus vor der Sicherheit, Textsicherheit. Du hast kein Blatt, du kannst dich nicht heben. Mhm. Du hast alles nur im Kopf. Du hast es gelernt. Du musst darauf vertrauen, dass dir in den Sinn kommt, dass du jederzeit weißt, wo du durch willst und es nicht vergissst. Und das ist das Zweite, was ich ein bisschen schisse. Aber du hast ja sicher auch schon Event-Moderationen gemacht. Ja. Und dort hast du die Angst nein, auch? Nein. Weil ich weiss, mir kommt immer etwas in Sinn. Ja. Wenn ich den Faden verliere, dann improvisiere ich. Eben. Und das sind dann meistens die geilsten Momente, wo du improvisierst. Und das ist auf der Bühne ja genauso. Die kannst du dann auch wieder geben. Ja. Und trotzdem, die Sicherheit musst du ja gewinnen. Im Radio habe ich die Sicherheit, ich mache es schon seit 15 Jahren. Ja. Immer wieder. Und ich bin total sicher in dem. Mir kann nichts mehr passieren. Wenn alles abkackt, wenn das ganze System zusammenbricht, ich rede einfach und nehme die Leute mit und mache transparent, was jetzt da gerade passiert. Weil ich weiss, das Geilste, was einem Radiohörer passieren kann, ist, dass ein Pannen passiert. Genau. Und er dabei ist, wie im Moment jemand die Situation rettet. Wenn er es kann. Mhm. Wenn er es nicht kann, dann leidest du mit ihm. Aber wenn er es kann, dann ist es der grösste Radiomoment. Und das ist auf der Bühne genauso. Eben, für mich. Mit der Erfahrung. Dort habe ich nicht schon 100 Mal so Situationen erlebt und weiss, dass ich es dann könnte. Aber für mich war das Befreiendste, weil ich habe schon über 300 Mal Theater gespielt und so. Und bin immer wahnsinnig nervös gewesen. Und eben auch Eventmoderationen. Wahnsinnig nervös. Und ab dem Moment, wo ich für mich Stand-up gemacht habe, wirklich bewusst für mich, habe ich gesagt, jetzt bin ich kugelsicher. Mhm. Weil egal was passiert, es kommt nur auf mich drauf an. Und irgendwie in all diesen Selbstzweifeln, die man hat, in dem ganz Kleinen habe ich irgendein so ein übermäßiges Selbstvertrauen, weil selbst wenn ich es verkacke, kann ich nur mir die Schuld geben. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Ja. Du kannst dann nicht sagen, eben, wenn Technik zusammenkackt, dann ist Technik gesehen. Aber was denn daraus gemacht worden ist, kannst du nur auf die beziehen. Und wenn ich dann nicht performt habe, dann habe nur ich nicht performt. Hingegen, wenn ich mit drei anderen Leuten noch Interview muss führen und Theaterspiel und dann muss im richtigen Moment das Stichwort kommen und das Licht muss dort hin und dann muss das Telefon läuten, dann kann ich all denen unseren Umständen die Schuld geben. Und das mache ich nicht gern. Aber du hast auch Verantwortung für die anderen. Also wenn du den Penalty verschiessest und du die Mannschaft nachher verlierst, hat die ganze Mannschaft wegen dir verloren und nicht nur du allein. Wobei, ich, yeah, in all dem, also wir haben schon Tendenz, also in unserem Beruf, sechs als Medienschaffende
als Radiomensch, sei es als Bühnenmensch. Man hat ja, es ist ja ein gewisser Narzissmus auch da. Brauchst du ja auch, damit du dich so wichtig nimmst, dass du das überhaupt machst, dass du führen gehst. Und was dann manchmal vergessen geht, ist, dass das alles ja nicht so wichtig ist. Also wir sind ja keine Herzchirurgen. Ja. Wenn der Herzchirurg einen falschen Schnitt setzt, ist der Patient tot. Also das ist Verantwortung. Wenn uns etwas passiert, dann stehen wir im schlimmsten Fall ein bisschen peinlich berührt vor Leuten. Oh, so fucking what? Also wir hatten mal einen coolen Workshop gehabt, innerhalb vom Fokus-Team. Fokus ist so die stündige Gesprächssendung, die wir zu vierten machen. Und ab und zu machen wir mal einen Workshop, da holen wir jemanden von außen dazu und dann haben wir mal den Lukas Bärfuss, einer von den grössten lebenden Schweizer Schriftsteller, zu Besuch gehabt und dort ist es um Risiken gegangen, auch mal ein bisschen etwas wagen. Und er hat auch schon gesagt, schon dann uns so ein bisschen versucht begreiflich zu machen, euer Risiko. Also wenn ihr jetzt mal etwas probiert, einen Gast einladet, der ein bisschen unkonventionell ist, das Gespräch vielleicht komplett nicht vorbereitet, schaut, wo es euch hinführt und es kommt nicht so gut raus. Was ist dann? Sterbt er? Stirbt irgendjemand? Nein. Werdet ihr entlassen? Nein. Kommt ihr weniger Lohn über? Nein. Also, was passiert dann? Nichts. Das Risiko ist fuck nochmal fast inexistent. Im Gegensatz zu anderen da aussen, die wirklich Risiken auf sich nehmen. Mhm. So gesehen entspann dich, du. Also, das ist ja leider, was ich vorher gedacht habe, wenn du sagst, du musst jetzt den Giselschild machen. Ja. Also du musst ja nicht einmal. Ich tue mir in dem Moment leid, weil es ein Druck ist und ich komme nicht in den Sinn und ich scheitere und ich bin so in meinem eigenen Sülz, aber ja. Eigentlich, im schlimmsten Fall machst du mal kennen. Eben, eigentlich könntest du einfach mal sagen, hey, übrigens Giselschild, heute nicht. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du es nicht erwähnst, passiert auch nicht viel. Aber das passiert doch so oft, und das passiert nicht nur uns, dass du bist in deinem einen kleinen Universum gefangen. Du hast vielleicht ein bisschen Stress zu Hause, die Beziehung läuft nicht so, die Kinder tun blöd, im Geschäft hast du gerade so eine Phase, wo du mit dem Chef ein bisschen Ritz hast und du hast das Gefühl, du bist der Ernst. Ja. Das Leben ist nicht das, was ich wollen kann und ich bin gefangen und dann hilft es ja, mich einen Schritt zurück zu machen, die ganze Szenerie von außen anzuschauen und zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Stress mit meiner Frau, aber das ist der Mensch, den ich liebe und schon lange. Unsere Beziehung läuft eigentlich für das, dass sie schon 27 Jahre geht, huere gut. Ja. Ja, meine Kinder nerven mich jetzt gerade, aber eigentlich, sie sind gesund, sie sind gescheit, sie haben Freunde, alles gut. Und ja, meinem Chef habe ich jetzt gerade ein bisschen Kritz gehabt, aber eigentlich habe ich noch einen Job, der mir eigentlich noch gefällt. Meistens freue ich mich darauf, zu arbeiten. Mhm. Was für ein fucking Privileg anderen Menschen gegenüber, die all das mit Handkuss würden nehmen. Ja. Und das ist auch voll okay. Man ist in seinem eigenen Universum gefangen und es ist auch okay, dass man dann mit sich ein bisschen hadert, aber auch so einen Schritt zurück machen, von außen schauen und sagen, ah, ist eigentlich noch recht easy. Vor allem, weil man ja oft ein Stück zu weit voraus schaut, weil man ja immer projiziert, wo es angeht. Und oft eben, das habe ich so gemerkt, dass wenn ich nur schon mit meinem 5 Jahre jüngeren Ich schwätze und sage, also du spielst irgendwie im Jahr 30 Mal Solo. Geil. Und es kommen überall Leute, zum Teil nur 30. Ja. Aber was heisst schon nur? 30 Menschen haben für dich Geld ausgegeben und haben sich entschieden, da oben mit dir zu verbringen und dich zu schauen. Und mittlerweile, weil sie die Welt sehen und nicht, weil sie sagen, schau jetzt mal, was der macht. Wenn du das dann dem sagst, denkst du, wow, mein Gott, wie geil, nein, oder? Und dann bist du aber irgendwie ein paar Jahre später bist du mal in dem drinnen und fühlst du, weil eigentlich sollte es ja jetzt statt 30 sollte es 32 sein und weißt du so. Ja. Und da bist aber du für mich so ein bisschen ein Paradebeispiel, weil ich habe das Gefühl, du bist recht so bei dir. Mittlerweile, ja. Ja? Ja. Nicht immer gewesen. Mittlerweile. Und seit ich bei mir bin und seit ich einstehe für mich, und nicht vor allem auch getrieben bin davon, dass ich schaue, dass es allen anderen gut geht. Seit ich kann sagen, nein, es ist einfach auch noch ein bisschen wichtig, ob es mir gut geht, ob ich mich wohlfühle in dieser Konstellation. Und das geht ums Private genauso wie ums Berufliche. Seit dort geht es mir super. Ja. Ja. Also einfach auch Nein sagen. Nein sagen ist noch wichtig. Das können viele nicht so gut und ich kann es gar nicht können. Und habe das auch ein bisschen gelernt und kann es mittlerweile sehr, sehr gut. Ich höre so, aus SRF-Kreisen höre ich oft den gleichen Satz. Der Giesler ist grossartig, schade, will der nicht mehr. Ja. Ist das so? Ja,
das höre ich immer wieder. Das habe ich auch von meinen Chefen oder von einem von meinen Chefen immer wieder gehört. Der hat mal gesagt, weißt du, Gisler, ich würde dich gross machen. Ja. Du könntest alles von mir haben, ich mache dich gross. Aber du willst nicht. Und das ist so das, wo ich dann habe gesagt, ja, das muss mich niemand gross machen. Ich bin, was ich bin. Ich bin schon gross. Für mich bin ich gross. Dort, wo ich bin, bin ich richtig. Und ich brauche keine grössere Bühne oder helleres Licht oder, oder sieben Fernsehsendungen. Und erst dann habe ich für mich selber das Gefühl, ich sei gross. Oder ich habe gerade Sandro Brotz getroffen an einer Veranstaltung und er hat mich seiner Begleitung vorgestellt mit dem Wort, das ist Tom Gisler, das ist so ein ewiges Talent. Und ich muss ihn noch fragen, was er damit gemeint hat, aber ich glaube, aus dem heraus spricht, er hat dann auch später gesagt, du bist, ich würde dir schon lange eine eigene Fernsehsendung geben. Und daraus spricht, glaube ich, die Vorstellung, dass wer etwas kann, der muss doch zum Fernsehen. Ja. Also Radio ist so die Vorstufe zum Fernsehen und die, die wirklich gut sind, die können über das Radio dann zum Fernsehen. Und ich finde, der Fernsehen ist etwas ganz anderes. Fernsehen entspricht mir so, wie es funktioniert, nicht so. Es sind viel zu viele Menschen, die mitgestaltet, mitbestimmen, wo auch abhängig bist von ihnen. Und ich bin gerne ein Einzelkämpfer. Und Radio ist grossartig in dem. Du kannst Einzelkämpfer sein. Yeah. Ich habe alle Hebel in der Hand. Ich bestimme über Inhalt, über Tempo, über Technik, über alles. Das ist so allmächtig. Vielleicht sind das Allmachtsfantasien, die mich antreiben. Ich will Gott sein über alles. Aber ich will nicht ein kleines Rädchen sein in einem Konstrukt, wo ich einfach am Schluss noch der Bimbo bin oder so der Dödel, wo einfach der Dummy, wo vorne noch seine Fresse hinhebt. Das die Sätze sagt, die ihm irgendjemand aufgeschrieben hat. Das hat sich ja in der Fernsehlandschaft ja auch extrem so entwickelt. Das, also früher, jetzt kann man eben Personality, wie es ja gerne genannt wird, kann man ja mittlerweile auf sehr spezifische Kanäle eben selber ausbreiten. Also warum habe ich einen Podcast? Logischerweise eben Narzissmus hat einen grossen Teil damit. Und ich behaupte, ich kann jene so meine Personality durchgeben wie in einem Podcast. Früher hast du für das die grosse Samstag-Oben-Kiste gebraucht, weil das ist das Aushängeding gewesen, wo du aber jetzt alles hast müssen können. Also da bist du ja noch ein richtiger Entertainer gewesen. Und jetzt die reine Fernsehmoderation ist, ich zitiere jetzt jemanden, den ich gut kenne, ist eigentlich nur noch eine Nummer-Girl sein. Ja. Du sagst, Leute sind hier an für diesen Wettbewerb und alle die Formate, die zum Teil mega geil sind, ich bin ein grosser The Voice-Fan, braucht keine Moderation. Braucht es nicht. Ja. Weil du hast ja vier Leute in einem Stuhl, wo alle schon eine Meinung haben und Personality. Und also, da braucht es jetzt nicht gross noch jemanden, der die Show zu sich macht. Oder? Und ich finde bei dir eben darum so spannend, was du sagst, weil gerade so, ob es jetzt 2019 ist oder von mir aus 20 oder einfach so in der heutigen Gesellschaft, gibt es den allgemeinen Karrieregedanken und auch ein bisschen Druck. Eben, man ist auch nur etwas, wenn man irgendein Spezielles ahnen ist und wenn man etwas erreicht hat. Aber das ist in denen, ihren Köpfen, etwas erreicht zu haben. Ja. Und ich find viel bewundernswerter erreicht zu haben, eben zu sagen, ich finde es im Fall so geil. Und nicht, ich brauche noch das und ich brauche noch das. Und ich habe das Gefühl, dass so, wenn ich dann so rumschaue und sehe, wie Menschen eben unzufrieden sind, wie sie sagen, weißt du, und jetzt, der hat jetzt diese Sendung gekriegt und dort. Und ich habe immer so das Gefühl, du bist so in dem ganzen Konstrukt, bist du so ein ruhiger Pol, wo Menschen gute Rotschläge gibt. Und ja, obwohl du sagst, du bist gar nicht so, du schaust jetzt mehr auf dich, habe ich das Gefühl, du bist mega auch für Menschen da. Ja, natürlich, aber das geht es auch. In dem Maß, wie ich bei mir bin, habe ich nachher die Ruhe auch für andere da zu sein. Ja. Also dort fängt es ja an. Schau dir zuerst, dass es dir gut geht. Und erst wenn es dir gut geht, kannst du auch anderen etwas geben. Absolut. Das ist jetzt gerade ein bisschen sehr esoterisch. Aber man kann sogar noch eins weiterspielen. Erst wenn du dich, jetzt klingt es richtig esoterisch, erst wenn du dich selber liebst, kannst du auch Liebe geben anderen. Ja. Und ich habe immer probiert, Liebe zu geben in alle Richtungen und habe aber die Selbstliebe gar nicht gehabt. Ich habe keine Zeit gehabt, um mich überhaupt mit mir auseinanderzusetzen, weil ich die ganze Zeit beschäftigt war mit all diesen Menschen um mich herum, will schauen, dass es denen gut geht. Und dort fängt es an, wenn ich merke, wo ich zu Hause bin, was mir entspricht, und jetzt wieder aufs Berufliche bezogen, wie ich ticke, und wie ich auch meine Qualitäten kann ausspielen kann, es geht ja um das. Also ich wäre auch völlig falsch in einer Samstagabendkiste im Fernsehen. Dort,
ich habe die Qualitäten nicht. Ich bin nicht das Venepine. Der kann das. Der hat Showmaster-Qualitäten. Die grosse Geste, meine Damen und Herren, vor grossem Publikum, mit grossen Skiwerfern, das ist überhaupt nicht meins. Ich bin so, auch von meinem Naturell her, so gerne ein bisschen im Dunkeln, ein bisschen schummeriges Licht, ein bisschen dreckig. Dafür darf man mehr. Ja. Ein bisschen verschrecken, ein bisschen die Leute verschrecken, auch mich selber verschrecken. Sachen ausprobieren, wo ich selber nicht weiss, was hingehen. Das ist ja jetzt, um das Fernsehbild bemühen. Im Fernsehen ist alles durchgetaktet. Muss sein. Es sind so viele Leute involviert. Du musst genau zum richtigen Zeitpunkt auf deiner Marke stehen und dann in die Kamera 3 schauen, weil es ist so geplant. Wenn du das nicht machst, geht alles in sich zusammen. Also das kann man am Fernsehen und der grossen Show gar nicht vorwerfen. Die funktioniert so. Ich funktioniere einfach nicht so. Ich bin dann am besten, wenn ich kann im Moment entscheiden, nein, jetzt gehe ich da durch. Jetzt passiert da etwas, komm, jetzt gehen wir dem nach. Ja. Yeah. Jetzt haben wir geplant, 3 Minuten zu reden und dann kommt wieder Musik. Jetzt ist das so spannend, jetzt reden wir 7 Minuten. Und dann kommen dann die Tagesverantwortlichen bei uns kommen die Scheibe über, weil du bist viel zu lang, du redest viel zu lang, das sprengt das Format. Aber im Radio geht das noch. Dann komme ich nachher einen Rüffel über, aber wenn es für mich in der Situation gestimmt hat, ist okay. Ja. Und darum, ich fühle mich wohl im Kleinen, im Dunkeln. Und das gibt es im Fernsehen nicht. Die kleine Nische in der Schweiz gibt es im Fernsehen nicht. Das ist in Deutschland anders, in den USA sowieso. Da gibt es Nischen, da kannst du Sachen machen, die nicht das ganz grosse Publikum erreicht, aber immer noch ein kleines Publikum von mehreren Millionen Leuten erreicht. Und wenn bei uns in der Schweiz ein kleines Publikum erreicht, sind es noch ein paar Tausend. Und für das lohnt sich einfach der Aufwand nicht mehr, auch finanziell. Und das ist halt schade. In der Schweiz gibt es die Nischen nicht. Sind in der Comedy das Gleiche? Ja. Dort hast du eben gewisse Leute, die in den USA auftreten, die eigentlich eine Nische bedienen, haben dann immer noch durch das 3 Millionen und haben noch den weltweiten Markt. Ja. Und wenn sie dann mal über See kommen, dann haben sie da größere Hallen als jeder, der sie 20 Jahre da spielt, weil sie sich halt auch dann auf das konzentriert. Ja. Oder? Aber beim Fernsehen ist mir das mal passiert mit eben genau dem Marker und so, wo ich den Fussbrochen hatte, bin an Stöck gesehen und ich habe die Nachfolgesendung von 5 gegen 5 bin ich am Casting gesehen. Ja. Und dann ist es wirklich so gesehen, ich bin immer 2 Sekunden zu spät gesehen für jede Einstellung. Das ist wirklich so. Also übrigens, und dann gehen wir von der Totalen, gehen wir close, Joel, und du machst dann die Moderation zur nächsten Spielrunde. Und sie ist wirklich jedes Mal gesehen, so 2 Sekunden zu spät kommt. Dann so der Joel kommt spät. Es hat wahrscheinlich so, und ich bin genervt durch das, ja. Wahrscheinlich die unsympathischsten Moderationen abgelassen, ever. Ja. Es ist so eine niedere Beigeschmack hatte, dass du immer so einen leeren Raum siehst und dann kommt einer so reinkommt und sagt, und jetzt dann kommen wir übrigens zu den nächsten 2 Kandidaten. Bla bla. Mhm. Und das Durchtaktierte, das verstand ich, dass man das nicht will. Was hat es denn für dich gebraucht, dass du zu dir gefunden hast? Oh, Lebenskrisen. Wirklich? Trennung, das Ende von einer Beziehung, eine Art fast ein Burnout, wo ich dann sehr mein Pensum reduziert habe, plus noch nach Chilesehneris und alles gleichzeitig. Dann hockst du auf daheim und dann. Und du einfach merkst, oh, so, jetzt ist so ein Breakdown. Also ich habe dann auch wieder relativ selbstbestimmt, ich habe mich dann nicht krank geschrieben lassen, sondern ich habe einfach mein Pensum reduziert. Ich habe relativ deutlich abgeschraubt beim Radio. Weil wann ist das gewesen? Das war vor 5 Jahren. Erst? Das ist noch nicht so lange her, ja. Okay. Und die Beziehung ist in Brüche. Also die Brüche ist einfach zu Ende gegangen. Gut zu Ende gegangen, aber zu Ende gegangen. Es war ein grosser Umbruch gewesen. Und dort habe ich angefangen, wieder nochmal neu starten für mich. Ich habe das wie als Gelegenheit genommen, privat wie auch beruflich, nochmal neu loszulegen. Und habe mir dort gesagt, du machst nichts mehr, wo nicht stimmt für dich. Du machst nichts mehr, was dich nicht glücklich macht. Du machst nichts mehr über anderem zu lieb. Jetzt schaust du zuerst mal für dich, dass es für dich stimmt. Und habe dann gemeint, so, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Raum. Ah, jetzt bin ich frei. Habe mich befreit von gewissen Sachen und jetzt lege ich los. Und ich habe einfach, es ist nichts passiert. So, das zu merken, jetzt, wo ich könnte, jetzt bin ich zuerst mal einfach down. Und es ist einfach Leere und Stille in meinem Kopf. Jetzt kann ich all die Ideen umsetzen, die ich nie dazugekommen bin und ich habe einfach gar keine Idee gehabt. Null. Und
Du hast ja auch Pausen aushalten, aber sehr lange Pausen aushalten gewesen. Und das ist jetzt rückblickend, wenn du es erzählst, ist das so eine kurze Episode und dort ist alles von dort, dort ist wieder losgegangen, aber im Moment selber ist es lang einfach Stillstand und Leere gewesen. Und zuerst mal wieder erholen. Mhm. Und null Bewegung. Du hast das Gefühl, jetzt kann ich noch vorwärts gehen, du gehst überhaupt nicht vorwärts. Gefühlt sogar rückwärts. Und darum dein 5 Jahre zurückschauen, wenn du dann zurückschaust, aus dem Jetzt, raus, denkst du, nein, jetzt sind Sachen passiert. Mhm. In der Phase vom Stillstand, von der Ödnis und vom Toten um dich herum, dort sind Sachen passiert. Ich habe es im Moment nicht gemerkt, aber dort können Sachen reifen. Und ich habe dort mehr Schritte gemacht, als ich gemeint habe. Aber das war wichtig. Also es ist gar nicht bewusst passiert? Also der Schnitt ist schon bewusst passiert. Yeah. Aber nachher das, die Prozess. Das Innehalten. Mhm. Ich habe mich ganz fest mit mir auseinandergesetzt. Mhm. Das ist sehr bewusst passiert. Aber ich habe gedacht, jetzt kann ich vorwärts gehen. So, jetzt gehe ich vorwärts. Und es ist nicht gegangen, lang. Erst ganz, ganz langsam, irgendwann, habe ich rückblickend gemerkt, ich habe mich ein bisschen bewegt. Es ist gar nicht nur Stillstand. Es geht ja ein bisschen etwas. Ja, schau jetzt. Im Moment nicht gemerkt, aber rückblickend gemerkt, Und es sind so ganz feine Sachen gewachsen. Und alles, was ich probiere, ist einfach bei mir zu bleiben. Mhm. Nichts mehr Ja zu sagen, wo ich nicht wirklich überzeugt davon bin, dass es mir gut tut. Für das musst du aber eben zuerst wissen, was dir gut tut. Du musst anfangen zu spüren. Ja. Ganz viele Sachen meinst du, die tun dir gut. Weil objektiv von außen betrachtet ist das etwas Lässiges. Und dann die Witzige ist dann nein. Für alle anderen wäre das jetzt richtig. Und super. Für mich stimmt es nicht. Ich mache es, glaube ich, doch nicht. Das ist so, dort fangst du an lernen, dich selber zu kennen. Ich habe mich wieder von neuem kennengelernt. Und ich habe jemanden entdeckt, den ich gut kenne von früher. Ich habe ganz so eine junge Version von mir wieder entdeckt, die so ein bisschen verschüttet war. Durch das Gefühl haben wir müssen. Und hat den wieder freigeschaufelt. Und hat den angefangen wieder zu leben. Und das war recht geil gewesen. Aber er hat eine Zeit gebraucht. Was tut denn dir jetzt gut? Es ist in der Phase, wo du nichts mehr hast, wo deine Gesundheit am Arsch ist, der Job fast aufgehört hast und die Familie nicht mehr ist oder die Beziehung nicht mehr, mein Kind ist immer noch gewesen, ist es ganz einfach gewesen. Habe ich einfach mich gefragt, was tut mir gut. Das Alleinsein hat mir dort recht gut getan. Und von dort sind die Sachen gewachsen. In meinem Beruf hat sich wieder Zeug ergeben und mittlerweile bin ich wieder ausgeschossen. Links und rechts habe ich Sachen zu tun und nur noch Sachen, die ich wirklich Bock habe. Ich habe wieder eine super Beziehung. Mein Familienkonstrukt stimmt, ich bin gesund. Und jetzt ist wie Kunst, weil alles so rum gut ist, den Blick zu behalten, dass ich mich nicht wieder verliere. Mhm. In dem Sinne. Mhm. Ich habe ja alles. Und dass ich dann aufmerksam bleibe und merke, nein, jetzt würde ich gerne allein sein. Und ich habe eine super Frau, ich habe ein super Kind, ich habe ein schönes Zuhause, aber ich möchte jetzt gerne allein sein. Obwohl ich ein super Zuhause habe, eine super Frau und ein cooles Kind, wo mich unglaublich wohlfühle mit denen. Ich wollte jetzt allein sein. Und dann sagen, nein, ich gehe jetzt allein ins Kino. Das dann auch zu machen, das finde ich eine grosse Kunst. Das schaffe ich noch nicht immer. Yeah. Es war einfacher, wenn ich nichts mehr hatte, bei mir zu sein, als jetzt, wo ich wieder alles habe, was ich mir nur wünschen kann, bei mir zu bleiben. Ja. Yeah. Und da ist ein grosser Teil davon. Also das merke ich auch immer. Ja. Aber auch erst in ein paar Jahren. Man muss sich auch aushalten können. Das ist ja eben. Und das mit der Selbstliebe, die du gesagt hast, ohne jetzt zu philosophisch werden, aber habe ich mal gesehen bei Sternstunde Philosophie, und das habe ich wirklich spannend gefunden, dass was die dort gesagt hat, die hat ein Buch über das geschrieben, und zwar über Freundschaft zu sich selber aufbauen. Mhm. Dass Selbstliebe oft missverstanden wird im Sinne von ich finde mich der geilste Mensch, den es gibt. Und das ist es aber nicht, sondern Selbstliebe ist wie eben auch andere Menschen lieben, vor allem Akzeptanz, auch mit den Fehlern und nicht auf denen mit Peitschen rumzuhacken. Probieren an denen zu arbeiten und die Erkenntnis zu haben. Aber Selbstliebe ist so der Start von allem. Weil du musst ja 24 Stunden mit dir selber auskommen. Ja. Und eben, du kannst flüchten in Freundschaften, zum Teil eben vielleicht solche, die dir nicht einmal so gut tun, weil man vergleicht sich konstant, es gibt alles Mögliche.
Und vor allem gibt es dem gleichen eben Moment, es ist, ich glaube immer, es ist schön, wenn man eben noch kann, allein sein, wenn es die Momente gibt. Und die wird es aber auch immer wieder mal geben, dass man wirklich dann allein muss sein. Es geht jetzt nicht anders. Mhm. Allein auf einem Trip, geschäftlich, was auch immer. Irgendwann passiert ein Moment, wo du vielleicht wieder allein im Restaurant musst hocken. Und dass du dann eben dich sogar auf das kannst freuen und kannst sagen, es ist jetzt schön, dass ich wieder mal eben ein Oben mit mir habe. Allein bin. Bist du allein in den USA gewesen, wo du dein neues Programm geschrieben hast? Jetzt diesen Sommer? Ja, diesen Sommer war nochmal wie ein weiterer Schritt gewesen. Weil diesen Sommer bin ich mal allein auf einer Weltreise gewesen, aber dort sind zum Teil für gewisse Phasen Kollegen dabei gewesen. Und ich habe halt so klassisch, Australien bin ich zwar 6 Wochen allein gewesen und trotzdem keine Sekunden allein, weil du lernst jemanden kennen und danach bist du mit dem rumreisen, 2-3 Wochen, so. Und jetzt, die 6 Wochen in den USA, diesen Sommer, bis auf so wenige, das Nachtessen da mal und das Mittagessen da, bin ich wirklich allein gewesen. Also einsam, sozusagen. Also im positiven Sinn einsam. Wirklich nochmal einen Schritt weitergegangen und eben nicht sich in eine Nacht nochmal geflüchtet und nochmal eine Woche mit jemandem Roadtrip und so. Und? Wie ist das gewesen? Nicht so unglaublich geil. Mhm. Aber gut. Ja. Weißt du? Ja. Und das braucht es auch. Aber das ist mal genau das, was ich beschreibe, wenn ich sage, nach dem Breakdown, die Stille und die Ruhe, die hat sich in dem Moment überhaupt nicht, das war alles allein gewesen. Ja. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Nein, aber es ist wichtig. Aber es ist sehr wichtig gewesen. Ja. Und allein reisen ist, glaube ich, auch so. Ich habe das noch nicht viel gemacht. Ich bin zweimal kurz mal irgendwo allein. Du bist auf dich gestellt. Du kannst niemanden fragen. Du musst dich auch selber immer trauen, an einem fremden Ort, in einer fremden Sprache etwas herauszufinden. Du kannst das nicht teilen. Du kannst nicht zweiten in den Raum hineinlaufen und dich informieren, sondern du musst immer alles allein machen. Und das ist sehr streng. Und manchmal findest du so, würdest du mir liebst sagen, Mami? So in dem Moment, wo Mami kannst du, weißt du, yeah, du liebst wieder ein kleines Kind sein und sagen, jemand anderes soll es doch für mich schnell regeln. Das kannst du nicht. Du musst selber. Und das ist nicht geil oft, aber unglaublich wichtig. Ja, und es ist auch dort dann so die Erkenntnis, also einmal habe ich wirklich gesagt, ich empfinde eigentlich nie Langweil. Und einen Tag habe ich wirklich so gefunden, oh, fuck, was mache ich heute? Ja. Weil irgendwie, es ist schon nach dem Interview, die ich gesehen bin, und dort habe ich eigentlich den Hauptteil vom Programm, also ich viel zu viel Material gehabt, aber dort habe ich so wie gewusst, das Ziel für das, wo ich da bin, habe ich erreicht. Und dann ist es eben wirklich so, was mache ich jetzt? So, und dann bist du eben einen Tag am Pool und dann machst du das. Und dann habe ich irgendwann, wo ich mir so gefragt habe, was machst du jetzt eigentlich? Habe ich so, ich glaube, mehr per Zufall, als ich den Kaffee getrunken habe, schaue ich so meinen Kalender an und merke, aha, warte, jetzt im Oktober werde ich keinen Tag frei haben und da. Und dann habe ich so wirklich aufzustellen, so, eben dort hat der Zukünftige schnell zurück gesagt, Alter, genieß jetzt, dass du einfach in L.A. bist und nichts an 0,0 zu tun hast. Genieß das. Ja. Und dann, aber es braucht immer wieder so einen Impuls, wo man sich eben selber gibt, wo man sich dann geben kann. Und darum eben, zum auf das zurückkommen, die Selbstliebe dort vorzuhaben. Und das hatte ich früher noch nicht gehabt. Früher habe ich mir zwar ein mega geiles Sieg gefunden, aber innerlich gehasst. Und das hilft 0,0 in der erstens Weiterentwicklung oder überhaupt Entwicklung und auf Tour macht es dich einfach nur kaputt. Wie was hast du gehasst? Ja, ich habe eigentlich ja schon gewusst, dass ich ein Arschloch bin. Aber man will sich ja dann nicht eingestehen. Weißt du, wie ich meine? Bist du eins gewesen? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Aber. Wie hat sich das geäußert? Also warum? Sehr, sehr egoistisch. Also ich schaffe immer noch an dem. Weil eben, ich behaupte, Künstler sind eher, zumindest egozentrisch auf jeden Fall, eben narzisstisch sicher auch ein bisschen. Und egoistisch ist aber ein bisschen etwas anderes. Weil egoistisch ist wirklich einfach, mir ist scheißegal, was sonst passiert. Ja. Und das soll es nicht sein. Und dort bin ich auch absolut der Meinung, wenn ich allein schon jetzt merke, dass ich es tut so blöd, aber dass ich Comedy nicht mehr nur für mich mache. Früher habe ich es nur für mich gemacht. Und jetzt merke ich, ich mache es auch für andere Leute. Weil, es tut jetzt extrem hochgestochen, aber tatsächlich, was ich dann für Feedbacks kriege nach einer Show von Menschen, wo ich merke, das hat jetzt denen wirklich gut getan,
dann kommt eben auch wieder die Verantwortung von außen, wo man sagt, das darf ich jetzt nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen und wegwerfen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Yeah. Sondern ich möchte jetzt auch, eben, dass wenn du kommst und die Erwartung hast, dass du die auch kriegst. So. Dir zu lieb. Ja. Ja, weil es ist ja trotz allem auch dort ein Egoismus drin. Weil wenn es dir besser geht, geht es mir auch wieder besser. Genau. Und das ist aber schön, weil du hast ja trotzdem noch etwas für jemand anderes gemacht. Und früher bin ich, glaube ich, wirklich nur egoistisch. Das vermischt sich dann aber auch. Das ist auch extrem gefährlich. Einerseits bist du der, der anderen Freude macht. Das ist schön. Ja. Und das freut mich wieder zurück, dass andere Freude haben. Ja. Und dann fühle ich mich schon ein bisschen verantwortlich dafür, dass die anderen Freude haben. Das haben wir besprochen, ich will es wieder liefern. Und dort spielt aber auch eine gewisse Grössenwahn rein. Man kommt so, ich bin der, der macht, dass es anderen gut geht. Wenn mir Leute schreiben, hey, ich freue mich jeden Freitag auf dich und du bist das Highlight von meiner Woche, dann ist das streichelt einem das ja auch. Also das freut mich, aber das streichelt auch extremes Ego. Und es kann ja dazu führen, dass ich mich auch ein bisschen verantwortlich fühle, dass ich, hey, ich weiss, Volks, ich komme am Freitag und dann geht es euch gut, ich kann das, ich schaffe, dass es euch besser geht, ich bin jemand, also weißt, also dann fängt es sich so an verkehren, dass Freude hat, dass andere Freude haben an einem, zu etwas Narzisstischem wird. Dass ich der bin, der es schafft, dass es euch gut geht. Eigentlich bin ich ein geiler Sieg. Und dann in eine Rolle komme, die ich gar nicht will sein. Yeah. Dort habe ich immer wieder so ein bisschen Fluchtreflex, dass ich gerne wieder Erwartungen breche. Also ich kann eh nicht gerne, wenn ich zu fest in einem Schema drin bin, auch nicht in einem Schema, wo eigentlich gut ist, ich mache euch Freude, dann habe ich wieso Lust, das zu brechen, extra etwas zu machen, wo alle enttäuscht, damit ich wieder frei bin. Das nimmt einem ja ein bisschen gefangen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen ein Unterschied, dass beim Radio hast du extremen Streufaktor. Natürlich hast du Menschen, die dann eben sagen, ich freue mich extrem drauf, am Freitag die zu hören und den Kieselschissel zu hören. Und dann hast du aber noch 300'000 andere Menschen, die aber auch hören. Mhm. Und ich glaube, dort drin kannst du wie mehr spielen. Ich sehe so bei meinen Auftritten sehe ich so eine ganz klare eben auch so eine Nischenbedienung wieder. Wo einfach die Menschen, die jetzt heute da sind, wir werden es zusammen gut haben. Mhm. Hoffentlich alle werden nicht alle sein, aber ein Großteil. Ich komme ja für dich, wegen dir. Genau. Aber es gibt auch genug andere Shows, wo ja niemand wegen mir kommt. Mhm. Und dort wäre es wahnsinnig narzisstisch, zu sagen, ich mache jetzt, dass es euch besser geht, weil ich jetzt auch noch da auftritt. Aber Jesus-Komplex. Genau. Aber wenn und ich laufe über Wasser. Geben mir einen Tee, ich laufe drüber. Aber wenn das passiert, dann musst du aufhören. Ja. Also, spätestens, wenn du über Wasser willst laufen, musst du, glaube ich, aufhören. Ja. Aber so meine ich es gar nicht. Sondern ich hab viel mehr gemerkt, dass eben in diesem kleinen Rahmen gibt es nochmal einen ganz viel kleineren Rahmen. Und das lenkt mir dann auch. Wenn von 250 jemand nachher sagt, danke vielmals, tatsächlich geht es mir besser oder was weiß ich, dann habe ich mega Freude. Aber ich mache es nicht in der Erwartung, dass ich das bei allen Leuten ankriege. Ich bin hure geil, wenn, also die Vorstellung, das habe ich ja nicht in meinem Job. Also wir hören einfach alle zu, die den Radiosender hören. Das meine ich eben mit dem Streufaktor. Genau, also ein grosser Streufaktor, das Spagat ist relativ breit. Und genauso wie ich ganz viele Leute Freude habe, weiss ich auch, dass ganz viele Leute nicht Freude haben, wenn ich komme am Radio. Die haben mittlerweile aufgehört, sich zu melden. Aber immer wieder mal, oh nein, ich habe wirklich triggert an Menschen. Und das ist voll okay. Aber dass das Publikum nur aus Menschen besteht, die extra wegen dir gekommen sind, das gibt dir ganz neue Möglichkeiten. Ich muss ja wirklich ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja. Ich muss ja, alle, so viel wie es, alle nicht, alle schaffen eh nie. Ich habe aufgehört mit dieser Vorstellung, ich muss alle erreichen und es mit alle irgendwie gemeint sein. Nein, du musst Abstrich machen, alle sind so viele, das geht gar nicht. Aber doch, probiere so viele Menschen wie möglich mitzunehmen und Rücksicht zu nehmen. Und du musst auch viel weniger Rücksicht nehmen, wenn du in einem Theater bist mit 50, 100, 200 Menschen, die nur wegen dir gekommen sind, die wissen, auf was sie sich einlassen. Hure geil. Oder sie wissen es zum Teil gar nicht. Weil eben auch dort die Erwartungshaltung oft gebrochen wird.
auch bewusst. Aber es ist in dem Moment wirklich auch so ein bisschen die Argumentation und der bedeutet auch wieder ein bisschen Egoismus braucht, dass man sagt, die haben mein Solo-Programm wollen schauen. Also kriegt ihr auch meins. Hingegen, wenn ich bei einer Mixed-Show auftritt mit einer anderen und Paradebeispiel Corporate Gig, oh ja. Wow. Wo noch Wünsche geäußert werden, ja. Bitte nicht über das und bitte ein bisschen mehr so. Wir haben jetzt gerade 50% von der Belegschaft entlassen. Keine Witze über Massenentlassungen. Ja. Weißt, dort fühlst du dich dann zum Teil so ein bisschen hin und her gerissen, weil du sagst, eigentlich sollte ich ja jetzt fürs Volk schwätzen. Ja. Dann hast du tatsächlich irgendwie Menschen draußen, die am Rauchen sind und sagen, hey, mach mal einen Spruch darüber, dass die da alle entlohnen und so. Und du willst so eigentlich sagen, aber ich kann ja nicht, weil die zahlen mir jetzt. Und wahrscheinlich ja gut, oder? Das ist ja noch lukrativ. Genau. Ja. Dass dort du viel mehr Zulieferer bist. So. Mhm. Aber wenn ich Solo spiele, ich habe also mir das Recht rausnehmen, sage ich, du schaust ja mein Solo. Mhm. Das heisst, ich habe entschieden, so ist es. Und das finde ich eigentlich die schöne Freiheit, die man hat, im Gegensatz zu, allein schon Film. Wenn du dann so Geschichten mitkriegst, wie irgendwelche Casting-Entscheid überstummen werden, weil das Studio findet, wir müssen ja mehr Tickets verkaufen und wie das dann alles immer so verwässert und verwässert und deine Ursprungsidee, also habe ich auch schon gehabt beim SRF mit einer Fernsehsendung, wo einfach das, was du mal im Kopf hast, ist am Schluss zum Endresultat vielleicht noch 5%. Ja, das sieht man auch immer wieder. Ja. Noch immer wieder. Genau. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, also wie du musst du Gieselschüssel machen, habe ich irgendwann gemerkt, beim zweiten Programm habe ich immer das und das als Schlusslied gehabt. Und dann bei der Dernier hat mich das so angehackt, das Schlusslied, dass ich gefragt, wieso müsste ich das jetzt überhaupt laufen lassen? Also hat ja nie irgendjemand anders gesagt als ich. Und dann habe ich dort irgendwie Toten Hosen gerade geil gefunden, über den Wolken oder wie es geheißen hat. Jetzt lasse ich auf die über den Wolken leben. Und wo das dann gelaufen ist und ich auf der Bühne gestanden bin, das ist für mich einer der glücklichsten Momente, den ich jemals gehabt habe. Einfach weil ich so gefunden habe, du machst ja das, was du willst. Und für die Leute macht es immer einen Unterschied, weil die können ja nicht sagen, ich habe erwartet, dass das und das Lied am Schluss läuft, wenn wir klatschen. Es kriegt ja nicht einmal jemand mit, was dort läuft. Und dort ist wahrscheinlich die grosse Unterscheidung, die du machst, wenn du sagst, wenn dir mein Solo-Programm schauen könnt, dann gibt es mein Solo-Programm. Ja. Also dort hast du schon mit Management-Diskussionen gehabt mit irgendwelchen Häusern, weil sie irgendwie einen Bericht gesehen haben von Glanz und Gloria und sagen, das ist jetzt ein bisschen sexlastig, aber er kann das ja sicher anpassen für unser Publikum. Also, wenn es eine Auftragsarbeit wäre, aber er wird sein Programm so spielen, wie er will. Ja. Und das ist nicht einmal eben arrogant gemeint, sondern es ist viel mehr du willst das sehen, also kriegst du auch das. Und das ist der Unterschied zum Radio mit dem Streufaktor. Weil, als ich angefangen habe, zu Basel, dort sind Leute wegen dem Namen gekommen und weil ich vorher schon andere Sachen gemacht habe, aber es hat dort ja noch niemand gewusst, wie ein Solo-Programm von mir wird aussehen. Und das Erste ist sehr extrem gesehen, viel Sexgeschichten, also auf so einen präpubertären Ausschuss, wo einfach mal die ersten 25 Jahre rausgehen. Und auch mit 25 habe ich anders gedacht, als ich jetzt mit 31 denke. Und ich denke jetzt anders, als ich mit 40 würde denken. Und dann hast du auch wirklich gemerkt, dass die Hälfte das Scheiße gefunden hat. Mhm. Und das ist aber auch okay. Das ist ja noch lustig. Also ich finde, es ist extrem wichtig, egal ob das Bühnenprogramm oder egal was man macht, ist, dass man seine Hörner abstoßen kann. Dass man einen Rahmen hat als jüngerer Mensch, um Sachen ausprobieren, wo man dann rückblickend so nicht mehr machen würde. Ja. Aber man muss es ja irgendwann mal lernen. Also du musst ja die Grenzen mal ausloten. Und das ist genau das, was ja Kinder und Jugendliche auch machen. Die brauchen den Raum, wo sie mal Grenzen überschreiten können, zu merken, jetzt bin ich zu weit gegangen. Jetzt gehe ich wieder eins zurück und dort ist sie, glaube ich. Ja. Wenn du das nicht machst, weißt du gar nicht, wo die Grenzen sind. Und das Problem ist, wenn du anfängst, Grenzen auszuloten, währenddem schon ganz viele Leute zuschauen. Also idealerweise machst du das im kleinen Rahmen, wo es nicht so viel mitbekommt und wachst langsam und kennst dich immer besser. Und dann, wenn du ein grosses Publikum hast, bist du aber auch bei dort, wo du dann nicht mehr sagen musst,
ja, völlig über das Ziel ausgeschossen. Also über mein, ja, ja. Meine ganz persönliche Grenze. Es gibt ja nicht allgemeingültige Grenzen, die man ja nicht verletzen, sondern das muss jeder für sich ausloten. Ja. Ja, und das, ich habe das Gefühl, das wird in der heutigen Zeit immer schwieriger. Mit den Möglichkeiten, die man hat. Also wir tun zum Teil, es war wirklich leid, ich finde es schade, weil es sind zum Teil grosse Talente, wir tun Leute leid, die schon ein riesen Following haben über Social Media und dann mal anfangen auf der Bühne performen und sie kriegen es einfach schon alle mit. Und vom allerersten Auftritt gibt es dann ein Video eben online und dann kannst du wie nicht in diesem Bereich deine Hörner abstoßen, weil die Leute schon zuschauen. Das ist, in Deutschland ist das ein riesen Problem, weil du dann zum Teil das Haus voll kriegst mit dem Namen. Mit Follower. Ja, und es treten aber 5 Comedians noch auf, die seit Jahren an ihrem Zeugs geschliffen haben und dann wirklich oft viel besser sind. Einfach weil sie halt schon 1000 Stunden auf der Bühne gestanden sind. Ja. Oder? Und dort gibt es dann halt so eine Missbalance, weil dann genau die Person braucht dann nochmal 5 Jahre länger, bis Leute wiederkommen, sie live schauen. Klar gibt es so die 4 Superfans, aber auch die kommen vielleicht 2 Jahre intensiv und dann gibt es halt den nächsten Shit dort. Also die Teenie-Bewegungen, die kannst du nicht steuern. Also Justin Bieber hat überlebt, weil er in seinem Rahmen sich neu erfunden hat und der Mainstream hat können ergattern, wo aus dieser Teenie-Welt draus ist, ja, und so weiter. Und das kannst du auf alles beziehen. Und ich habe das Gefühl, das ist in der heutigen Zeit schwieriger, weil man auch sich nicht mehr wirklich auf das achtet, was will ich machen, sondern einfach, was kann ich machen. Und du kannst heutzutage alles machen. Du hast alle Möglichkeiten offen. Du kannst einen YouTube-Channel machen, du kannst Insta, du kannst Influence, whatever, was du willst. Und bei vielen Sachen braucht es keine effektive Leistung davor, um das zu erreichen. Und du kannst irgendwie, es gibt so fast Handbücher. Und natürlich, dann muss es klappen, oder nicht? Weil wir sehen ja auch nur die Influencer, die es geschafft haben. Und wie viele Hunderttausende sonst immer 2 Fotos am Tag mit der richtigen Belichtung und dem schönen Filter und so gemacht haben und es nichts gebracht hat, das kriegen wir ja gar nicht mit. Mhm. Aber allein schon im Bereich Comedy, wo ich angefangen habe, sind wir eine sehr kleine, überschaubare Gruppe gesehen von Menschen, die das geil gefunden haben und gesagt haben, wir machen jetzt Comedy und uns dann Auftrittsmöglichkeiten gesucht und erschaffen haben. Und jetzt hast du unter anderem dank dem Sender, wo wir arbeiten, hast du so klare Wege, die du kannst beschreiten kannst. Ja. Wo du etwa wie schon ein Handbuch hast, wo du sagst, also ich mache bei dem. Das ist ja geil auch. Ich mache bei dieser Talentstage mit, ja, und dann mache ich das, tak, 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 tak. Es ist mega geil. Mhm. Es ist mega geil. Also ich finde, es ist ja so eine Demokratisierung von Öffentlichkeit, dass jeder Chance hat, also man kann ganz viel Negatives sagen und ich bin auch dann dort mal ein bisschen kritisch eingestellt gegenüber allen sozialen Medien und technischen Möglichkeiten. Aber es ist eine Demokratisierung, dass jede Möglichkeit hat, ein Publikum zu finden. Und wenn es nur das Publikum ist, meine Klassenkollegen oder die vom Schulhaus, yeah, yeah, wo mir folgen auf TikTok oder auf Insta, wo meine Sachen liken, dann ist dann die Frage, wie gehe ich mit Likes um, wie gehe ich damit um. Also das ist dann alles sehr tricky. Das haben wir noch nicht gehabt. Also ich habe das nicht gehabt in meinem jungen Alter. Das hat einfach den Pausenplatz gegeben. Yeah. Da hat es auch Likes gegeben und Dislikes. Yeah. Und hast du mal eins auf die Schnurren bekommen. Aber es war auf den Pausenplatz beschränkt gewesen. Und jetzt ist die ganze Welt. Das sehe ich auch als Vater von einer 13-jährigen Tochter eine gewisse Gefahren. Aber grundsätzlich die Demokratisierung, dass jeder kann, der will, rausgehen und Sachen machen und Sachen sich zeigen, das ist grundsätzlich etwas Gutes. Mhm. Und durchsetzen tut sich dann doch meistens das, was verhebt. Aber es hat jeder wie die Chance. Das finde ich noch lässig, eigentlich. Es ist wahrscheinlich trotzdem nicht ganz so. Es gibt ein paar einzelne Ausnahmen, wo wirklich, aber das ist eigentlich schon wieder, eben, das ist heute wahrscheinlich schon wieder nicht mehr möglich, wo eben auf Insta oder auf TikTok oder wo auch immer sich organisch Follower erarbeitet haben. Ah, oh, nicht das auch funktioniert.
Ja, und nein, mittlerweile. Klickfabriken. Ja, jetzt ist ja die klassische Diskussion seit einem Jahr wegen Spotify. Wo es auf einmal heisst, ja, Spotify macht Hits. Das hat sich ja nicht verändert, wenn wir ehrlich sind. Früher hat einfach das Radio allein entschieden und jetzt ist Spotify wie auch ein Radio, wo halt eben von irgendwelchen Labels da noch ein bisschen Stutz kriegt und. Früher sind 2000 CDs gekauft worden vom Management. Genau. Und am ersten Tag. Lange, um in den Charts oben einsteigen. Und jetzt geht man dort. Also, das ist einfach eine Umverteilung. Genau. In dieser ganzen Diskussion. es ist crazy, was abgeht mit Digitalisierung. Das hat ein Tempo, wo wir alle nicht mehr mitkommen. Wir geben unsere Daten aus der Hand. Wir geben Kontrolle. Nicht mehr Regierungen und demokratisch organisierte Staaten, sondern Grosskonzerne, die bestimmen. Das ist alles gefährlich und das finde ich so, oh, da müssen wir jetzt wirklich sehr gut schauen, dass wir mitkommen und Gesetze machen und die ein bisschen regulieren, dass das in der Balance bleibt. Also überall Gefahren, unbedingt, aber grundsätzlich finde ich, auch wir dürfen nicht vergessen, bei dieser ganzen Diskussion über Gefahren und früher ist alles besser gewesen, dass es eben auch noch geil ist, wenn man es richtig nutzt, Algorithmen, die bösen Algorithmen, oder? Yeah. Die unser Leben bestimmen und uns nur noch das geben und uns in einer Bubble einbeschliessen und wir sehen nur noch das, was wir wollen sehen. Und ja, aber Algorithmen sind auch hure geil. Weil sie machen, dass ich dort durch kann fahren, wo es keinen Stau hat, weil es ein Überhirn ist, weil Big Data einfach auch gut ist. Und ich finde, das darf man dann nämlich einfach nicht vergessen, der ganzen Verteufelung von, was heute alles ist. Und das sage ich als alter Mann. Aber das sehe ich genau gleich. Also das sehe ich wirklich genau gleich. Dort habe ich auch das Gefühl, der Mensch nimmt sich selber dann oft zu wichtig. Also jetzt Big Data ist ja eben schon der Inbegriff davon. Natürlich bist du mit einem Mikropartikel Teil von dieser Big Data, aber es ist jetzt nicht so spannend, wer du als Mensch bist, sondern es ist einfach spannend, dass du ein von 100'000 bist, der gern asiatisch isst. Genau. Oder? Und ich hatte dort oft das Gefühl, also das ist bei Facebook damals losgegangen, weil mir mega viele Leute gesagt haben, ich mache kein Facebook-Account. Sonst wissen die alles über mich. Mhm. Das heißt, aber du erzählst es ja auch sonst gern allen. Also weißt du, es ist die Ambivalenz, wo ich auch finde, ich sehe in extrem vielen Sachen sehe ich positiv. Und die Leute so Angst haben, ja, wo geht das noch an? Also, das ist immer noch, auch mit Fake News. Und ich sage, was heute als oh mein Gott, da wird irgendwie beeinflusst, wie ein Mensch denkt. Also, so ein Mensch hat sich auch früher noch nicht informiert und hat seine Infos, denen vom Stammtisch halt gehabt, wo halt irgendwelche Halbwahrheiten erzählt worden sind. Aber er ist natürlich manipulierbarer worden jetzt, durch das, dass man ihn gezielt kann versorgen kann. Richtig, Fake News. Richtig. Aber macht es denn auf einem globalen Scale wirklich einen Unterschied? Ja, es macht schon einen Unterschied. Also ich sehe die Gefahren alle und ich finde auch, wenn wir mit Uhren aufpassen und ich sehe noch nicht genau, wie das unter Kontrolle gebracht wird, sechs Fake News, sechs der Datenschutz. Ich finde, genau wie du auch sagst, ich gebe meine Daten gerne, wenn es dazu dient, anonymisiert dazu dient, das grosse Ganze besser zu machen. Ich gebe meine Daten nicht gern, wenn sie eben nicht anonymisiert sind, sondern auf mich können zurückverfolgt werden und sie nachher irgendwann gegen mich verwendet werden. Absolut. Oder? Und das ist so dafür und dawider. Ja. Und ich finde, dort müssen wir halt extrem aufpassen. Da gibt es Demokratie, jetzt ist auch, gerade in einem demokratischen Staat wie der Schweiz, sind wir als Stimmbürger auch mitverantwortlich, dass wir mithelfen zu schauen, dass gewisse Regeln eingeführt werden, dass das nicht passieren kann. Und vielleicht ist das naiv, das Gefühl zu haben, wir können das überhaupt noch irgendwie regulieren und steuern. Aber da vertraue ich dann doch immer noch auf unsere demokratischen Gebilde. Aber grundsätzlich sind wir damit in der Pflicht, jeder Einzelne, und nicht, indem wir sagen, alles böse. Und das sind wir dann schnell bei den Verschwörungstheorien, oder? Ja, yeah. Alles böse, alles nur noch Fake News und alles nur noch Manipulation. Aber ja, wir müssen doch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, es hilft einfach mit dem Ganzen umzugehen aufgrund von einer gewissen Aufklärung. Wo ich aber eben das Gefühl habe, die ist sehr wohl vorhanden und hat sehr wohl stattgefunden. Mhm. Also Six Duncan Snowden damals, wo einfach die Menschen sich auf einmal bewusst worden sind, aha, es kann also sein, dass selbst wenn jetzt das Lämpchen nicht leuchtet bei meiner Kamera, dass ich aufgenommen werde. So, und es werden dann tatsächlich kleine Massnahmen ergriffen, wie ich sehe wenig Laptops noch, wo die Kamera nicht abgeklebt ist. Mittlerweile. Ja,
Und das ist ja auch... Was aber herzig ist, weil auf meinem Handy ist ja... Ich genau. Klebe sie auf meinem Handy ja nicht ab. Nein, aber das ist... Laptop, ich auch. Ich habe meine Kamera auf meinem Laptop, die ist abgeklebt. Ich dachte, oh, da kann man mich ja... Stell dir vor, ich bin auf so einer Porno... Die Geistfrage, ich bin auf einer Porno-Seite und wichse vor meinem Laptop und das wird gefilmt und landet im Netz. Horror! Und dann klebst du deinen Laptop ab, dass dich niemand sieht, aber das Handy ist überall dabei, die ganze Zeit. Aber das Scheisse. Das ist etwas Geiles. Ein Kollege von mir, der hat aber mal gesehen, dass ich meinen Laptop abgeklebt habe. Und er sagt dann so, hey, nein, glaubst du an den Scheiß? Und ich so, was glaubst du? Das ist so. Ja. Also, du siehst schon, wenn das Lämpchen leuchtet. Und ich so, nein, aber wenn das Lämpchen nicht leuchtet, können sie die filmen. Ja. Und dann eine Woche später gesehen und gesagt, hey, seit du mir das erzählt hast, ich habe jetzt das Handy immer so, wenn ich wichse. Das meinst du mit Aufklärung? Immerhin. Du hast Aufklärung betrieben? Immerhin, ja. Oder? Ja. Heb das Handy so. Ah, heb es jetzt gegen die Decke. Ja. Und du hörst einfach mindestens. Vor allem zuerst siehst du es schon, wenn er so einen geilen Blick hat. Nein, logisch. Eben. Ich bin auch kein Fan von dieser Verteufelung. Auch das grundsätzliche Social Media, oh mein Gott, das ist alles schlimm. Und ich sage, es heisst immer unsoziale Medien. Mhm. Es hat aber trotzdem, mit wie vielen Menschen du heutzutage verbunden bist, ist faszinierend. Super. Und das ist nicht nur Scheiße. Nein, es ist der Umgang damit. Genau. Oder wie arabischer Frühling funktioniert hat über Internet. Über soziale Medien, Mobilisierung hat dort stattgefunden. Fridays for Future, Klimabewegung, gibt es nicht in diesem Ausmaß, wenn es soziale Medien nicht gibt. Das vergisst man amig auch. Und das meine ich auch mit einem Schritt zurück. Jetzt sind wir wieder bei dem, was wir vorher haben. Man hat immer sehr ein klares Verständnis dafür, was einem fehlt, was man nicht hat, was nicht richtig läuft, was noch müsste besser sein. Und vergisst dann amig auch, sich zu überlegen, aber was ist denn alles gut? Was läuft denn alles? Viel gut, Comedian, oder? Das ist ja deine Mission eigentlich. Was ist auch alles hure geil? Und was ist der Benefit von Social Media? Was kann das auch? Was hat uns das gebracht? Anstatt immer zu sagen, gefährlich, ja, es ist gefährlich. Und wir müssen bewusst mit dem umgehen, wir müssen das auch lernen, wir müssen das Bewusstsein entwickeln. Gerade meine Generation ist da auch ein bisschen überfordert. Wir sind keine Digital Natives und haben plötzlich jetzt die Geräte bekommen und finden so, wow, geil, was alles möglich ist. Und ich bin jetzt nicht mehr fernsehsüchtig, ich bin jetzt einfach irgendwie Social Media süchtig. Ich scroll und hör nie auf. Wie früher haben wir zappt und es hat nicht aufgehört. Und dann haben wir wieder vorne angefangen zu zappen. Weil jetzt, nachdem ich beim Kanal 87 war, vielleicht kommt mittlerweile beim Kanal 1 wieder etwas und dann zappe ich 3 Stunden durch und schaue nicht. Heute scrolle ich einfach Facebook und Insta durch. Und irgendwann aktualisierst du wieder, weil bis dann ist ja wieder neues Zeug im Feed gekommen. Ja, aber das ist eben die Umverteilung. Also anscheinend ist ja der Mensch schon gesättigt mit Informationen, die er sich pro Tag zuführen kann. Und es wird auch nicht mehr, sondern es wird einfach andere Kanäle geben. Ja. Und dort müssen wir selber streng sein mit uns und sagen, weißt du was, ich lege das Handy jetzt einfach mal weg. Ja. Länger als nur 2 Minuten. Weißt du, was grossartig ist? Einfach nur einen Kaffee trinken ohne Handy. Zeitung lesen. Macht wahnsinnig viel aus. Papierig. Jetzt die Jahreszeit nicht so gut, aber in einem Strassenkaffee hocken, von aussen, ein Cappuccino. Genau. Ein bisschen höckeln, ein bisschen Zeitung lesen, die Zeitung wieder mal weglegen und einfach mal schauen, was da ein bisschen vorbeiläuft. Du hast vorher von der Langweile gehabt. Yeah. Gesagt, plötzlich hast du das erste Mal nach langer Zeit wieder Langweile verspürt. Und Langweile ist der Zustand, den wir nicht mehr aushalten. Genau. Weil es gibt es nicht mehr. Sobald ich irgendwo schnell auf ein Tram warte, 2 Minuten, Handy führen und dann habe ich da Bespassung, die 2 Minuten. Und sich bewusst wieder mal der Langeweile aussetzen. Weil was ich auch meiner Tochter recht gut gesehen habe, jetzt nicht, jetzt kann sie sich super selber beschäftigen, es ist sehr geil, aber es hat Phasen gegeben, wo sie auch mit iPad und so in Kontakt gekommen ist und den Fernseher hat es auch gegeben, oder dass, wenn sie mal nicht hat dürfen Fernsehen schauen und nicht hat dürfen am Handy sein oder das einfach schon genug lang gemacht hat. Ist sie kreativ geworden. Also. Und ich fand, jetzt ist mal gut und sie denkt, was soll ich machen? Ich weiss es auch nicht. Und dann ist sie hässlich geworden, dann haben wir Streit gehabt, dann ist sie ins Zimmer gesäckelt, hat die Tür zugeknallt und sie ist einfach ruhig gewesen. Und wenn du 5 Minuten später bist, schauen, ist sie in ihrem Zimmer gewesen und hat angefangen, ihre Schubladen auszuräumen, hat ihre Bücher genommen, hat gemalt, hat irgendwas gemacht. Ja. Weil sie mal keine Ablenkung mehr gehabt hat, hat sie angefangen, kreativ zu sein. Und
die besten Ideen, früher hat man Werber dafür gezahlt, dass sie nichts machen, dass sie kaufen. Mhm. Weil dort sind die Ideen entstanden und man kann das nicht steuern. Manchmal entsteht auch nichts. Aber man braucht den Raum, wo überhaupt Ideen können entstehen können. Ja. Und heute ist das nicht mehr so. Du musst liefern, 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 liefern. Und was fehlt vor lauter Ablenkung und vor lauter müssen liefern, ist die Zeit, die leere Zeit, die langweilige Zeit, wo du nichts machst und einfach mal Gedanken fliessen lässt. Und plötzlich taucht einer auf und Gedanken und denkst, geil, da könnte ich einen Giselschüssel dazu machen. Ja, genau. Das fließt in mein Programm ein, in mein Bühnenprogramm. Oder es gibt einen Claim für eine Werbekampagne für meinen Kunden oder was, whatever. Und darum setze ich mich dem aus, weil sobald ich nicht mehr weg bin, habe ich ja keine Termine mehr. Ja. Und kein Daily Zeugs, selbst wenn du es dann an dem Tag nicht erledigst, siehst du noch das und das auf dem einen Tisch liegen. Und du weißt, ich muss noch ein Geschenk organisieren und so weiter und so fort. Und wenn du einfach mal weg bist, dann fährt es an damit. Kein Wisch zu machen, kein musst nicht noch Post ans Glas gehen. Genau, dann fährt es an damit, was ist ich heute? Wo ist das gut? Habe ich nachher eine Lebensmittelvergiftung oder nicht? Mhm. Und am Schluss hast du einen und sagst, okay. Oh. Bau ein, das nächste Programm. Genau, das ist immer noch das Beispiel, das ich momentan die ganze Zeit bringe. Ich glaube, wir haben jetzt schon, wie lange haben wir gemacht, Christoph? Hey, siehst du? Punktlandung. Was? Richtig krass. Jetzt wird Nachspielzeit. Jetzt, genau. Jetzt zeigt der Schiedsrichter die 3 Minuten Nachspielzeit an. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr über das Wichsen reden von abgeklebten Laptops. Ich habe empfunden, dass mein Grundgedanke, wo ich den Feelgood-Podcast kreiert habe, ist wahnsinnig viel Arbeit dahinter gesehen. Ja, also. Ja. Name, lange konzeptionelle Phase. Name, 2 Jahre. Ja. Ja, beschreibt davon, nochmal ein weiteres Jahr. Ja. Obwohl ich dich dort noch nicht kennt, habe ich genau gewusst, warum ich das so will machen. Ja. Nämlich, wirklich, ohne Witz, wir haben es mal vor Podcast gehabt, vor einem Jahr oder so vielleicht, oder ein bisschen länger sogar schon. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal mit dir einfach mehr als 5 Minuten geschwätzt. Und ich habe so wie gewusst, der Grund, warum ich so einen Podcast will machen, ist, dass ich mal mit jemandem wie mit dir 1,5 Stunden schwätzen kann über Sachen, wenn ich sonst gar nicht, also öffentlich sowieso nicht, aber überhaupt laut würde schwätzen. Mhm. Und darum schätze ich wahnsinnig, dass du heute gekommen bist in den Podcast. Und ich hatte noch nie länger als 10, 15 Minuten miteinander geredet. Genau. Einmal und betrunken. Ja, können trotzdem dort schon deep gehen, ja. Aber eben der Grund, warum ich überhaupt einen Feelgood-Podcast machen wollte, ist, weil ich in meiner Traumvorstellung ist das so rausgekommen wie der heute. Schön. Ja. Wow. Ja. Schön, dass ich deine Erwartungen erfüllt habe. Siehst du nur? Es ist wichtig für mich, dass ich Erwartungen auch erfülle. Dass du dich gut fühlst nachher. Viel wichtiger, als dass ich mich gut fühle. Aber ich fühle mich auch gut. Das ist ja Win-Win dann. Sehr schön. Danke vielmals. Es war schön gewesen. Vielen herzlichen Dank. Bis irgendwann wieder. Ja, bis Samstag oder nächste Woche. Ja gut, wir sehen uns sehr bald wieder, ja, aber auch in diesem Format. Und danke euch allen. Bis bald. Adieu! Ah, sind wir gefilmt worden? Hey!